der Veranstaltung Stadtpolitik, Praxis, Möglichkeiten und Alternativen hier in Leipzig. Diese Veranstaltung wurde maßgeblich initiiert von Rosa-Luxemburg-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, vom Kommunalpolitischen Forum Sachsen und dem Linksnet e.V. als offenes Abgeordnetenbüro hier in Leipzig. Aber nicht zuletzt ist dieses auch eine Veranstaltung der Galerie Coop, die dankenswerterweise nicht nur die Räume hier zur Verfügung stellt für den gesamten Abend, sondern es gibt durchaus auch inhaltliche Anknüpfungspunkte zu dem heutigen Thema. So gab es dann auch schon in der Vorbereitung dieser Veranstaltung einen regen Austausch, vor allem mit Christian und Franziska, die hier maßgeblich für die Aktivitäten an diesem Ort sorgen. Zum Beispiel eben zu den verschiedensten Aktivitäten der Galerie, aber auch zu der Frage der Rolle der Galerie hier in diesem Umfeld und nicht zuletzt auch gesamtstädtisch in Leipzig. Und insofern würden wir Ihnen dann auch gerne nochmal im Rahmen der Diskussion oder am Ende der Diskussion das Wort geben wollen, um die Galerie vorzustellen und vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte zu dem heutigen Thema und der Rolle der Galerie zu sagen. Vielleicht vorab zwei kleine organisatorische Fragen, bevor wir zu den inhaltlichen Fragen kommen. Wir möchten die Veranstaltung ganz gerne aufzeichnen und auf den Internetseiten dokumentieren. Die Referentinnen hier vorne haben sich alle bereit erklärt, dass eine Aufzeichnung okay wäre. Was die Diskussion angeht, würden wir dann alle darum bitten, die sich zu Wort melden, dort an dieses Mikro zu gehen und vielleicht auch vorher zu sagen, ob sie einverstanden wären, wenn ihr Beitrag aufgezeichnet wird. Denn wir erwarten durchaus eine spannende Diskussion. Und wenn ihr diese Kamera oder sie diese Kamera dort sehen, die ist ausschließlich auf das Mikro gerichtet und nicht aufs Publikum. Und nicht zuletzt wird hier auch noch eine junge Frau, Johanna, rumspringen, die Fotos macht. Die wird aber auch darauf achten, dass keine Gesichter fotografiert werden, sondern im Prinzip so ein paar Eindrücke der Veranstaltung aufgenommen werden, beziehungsweise nur vom Podium gemacht werden. Ja, mein Name ist Katharina Weise. Ich bin Referentin für kommunalpolitische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und in diesem Kontext schon seit langer Zeit mit den diversen Situationen und Problemlagen in kleineren und größeren Städten befasst, aber auch natürlich mit Kommunen im ländlichen Raum. Und wie kam es nun zu dieser Veranstaltung heute hier? Es gibt seit mehreren Jahren verschiedenste Aktivitäten der Rosa-Luxemburg-Stiftung als linke parteinahe Stiftung zu städtischen Themen, zum Teil aber auch im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dann meist in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen. So haben zum Beispiel verschiedenste Landesstiftungen, deren Vertreterinnen zum Teil heute auch hier sind, einzelne Städte in der Vergangenheit begleitet mit Veranstaltungen, Publikationen, Studien und beispielhaft seien hier genannt zum Frankfurt am Main, Hamburg oder Berlin. Dann gibt es ganz gute Kontakte auch ins wissenschaftliche Spektrum, vor allem im Bereich der kritischen Stadtforschung und gerade von diesen ForscherInnen sind auch einige Vertrauensdozentinnen, die dann wiederum auch Stipendiatinnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu dem Thema begleiten. Dann gibt es als Kooperationspartnerin die linken kommunalpolitischen Foren, die bereits auch zu Stadtthemen Veranstaltungen und Studien gemacht haben. Dann wiederum im Parteiumfeld der Linken Kooperation mit Fraktionen und linken Mandatsträgerinnen und nicht zu vergessen und nicht zuletzt ganz viele Initiativen, Gruppen und Bündnisse im außerparlamentarischen Spektrum, mit denen wir zusammenarbeiten, deren Projekte wir zum Teil fördern, mit denen wir uns inhaltlich austauschen und zusammenarbeiten. Und diese Aktivitäten wollten wir nicht einfach nur bündeln, sondern unser Wunsch war, in der Tat die verschiedensten Akteurinnen auch zusammen in einen Austausch zu bringen, da wir durchaus gemerkt haben, dass es nicht immer viele Schnittpunkte gibt. Und dieser Austausch sollte im besten Fall auch kontinuierlich bundesweit und vielleicht sogar mal international werden. Und so werden wir einen sogenannten Gesprächskreis Stadtpolitik gründen, morgen hier in Leipzig, eine Art Facharbeitskreis,
an denen diese Veranstaltung heute hier auch so ein Stück weit andockt. Und wir wollten natürlich auch allen Interessierten ganz öffentlich diesen Austauschraum ermöglichen. Und deswegen gibt es heute Abend auch hier diese Veranstaltung. Und hoffentlich wird dieser Austausch auch noch nach dieser Diskussion oder Podiumsdiskussion, dann Diskussion mit dem Publikum und nicht zuletzt heute Abend wird es noch den Raum und die Zeit geben, sich noch weiter auch zu vernetzen. Warum wollten wir das Ganze in Leipzig machen? In der inhaltlichen Begleitung von stadtpolitischen Entwicklungen in den verschiedenen Städten ist uns aufgefallen, dass seit einiger Zeit vor allem neue stadtpolitische Tendenzen in Leipzig sichtbar werden. In der überregionalen Berichterstattung erscheint das manchmal noch sehr diffus. Da wird zum einen von Wachstum gesprochen, das heißt Zuzug von Bevölkerung, steigende Mietpreise. Mitunter sprechen auch Menschen hier in Leipzig bereits von Gentrifizierung, ohne das jetzt als böses Wort oder als Kampfbegriff benutzen zu wollen. Dann wiederum hört man auch immer wieder von Abriss von Häusern, zum Beispiel in Plattenbausiedlungen. Und nicht zuletzt stellte sich immer mal wieder auch der Leipzig-Hype ein, in dem Freiräume angepriesen werden, die es vermeintlich in anderen Städten nicht mehr gibt. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es diese Freiräume noch gibt in Leipzig oder geben wird. Gleichzeitig zu dieser Diskussion, die wir so ein bisschen vage wahrgenommen haben, gibt es natürlich auch Akteurinnen bereits in Leipzig, die sich mit stadtpolitischen Fragen auseinandersetzen, sei es im Stadtrat oder sei es auch in Initiativen, die möglicherweise sehr fokussiert zu Themen arbeiten wie Freiräume und Zwischennutzung. Und seit circa einem Jahr gibt es das, aber auch ein Bündnis Stadt für alle, deren Vertreter wir heute hier auf dem Podium haben, Daniel Nitzporn, der von Anfang an in diesem Bündnis mitarbeitet und der auch nochmal was zu der Lage, zur Situation in Leipzig sagen wird, stadtentwicklungspolitischen Lage und gleichzeitig auch nochmal Akteurinnen in diesen ganzen stadtentwicklungspolitischen Debatten vorstellen wird. Anknüpfend an diese Beschreibung werden anschließend einmal Michael Ziel aus Hamburg seine Erfahrungen mit Strategien und Politikansätzen und Organisierung einbringen. Michael Ziel, wie gesagt, aus Hamburg, ist Architekt und Stadtplaner und aktiv im Netzwerk Recht auf Stadt, vor allem über Projekte wie das Gängeviertel, was vielleicht auch schon ein bisschen bekannter ist, und Leerstandsmelder. Anschließend wird Katrin Lomscher, Sprecherin für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die stärker Berliner Erfahrung auch manchmal Spannungsfeld außerparlamentarisch-parlamentarisch darstellen und zum Abschluss dann für dieses Podium erstmal Britta Grell, vor allem wissenschaftliche und internationale Erfahrungen nochmal oder gute Erfahrungen wie auch möglicherweise schlechtere darstellen. Und anschließend wollen wir eigentlich auch relativ schnell in die Diskussion gehen, weil wir eben auch den Dialog dann auch hier schon ermöglichen wollen und das nicht rein vom Podium diskutieren wollen. Daniel, wie sieht es denn in Leipzig aus? So rum? Ja. Okay, dann versuche ich jetzt mal in sanfter Stimme von Entfernung vom Mikro irgendwie in 10 Minuten zusammenzufassen, wie es in Leipzig aussieht. Alle überregionalen. Also die Sache ist, dass es in Leipzig wirklich, es ist nicht nur diffus in der Darstellung, sondern es ist schon auch ein bisschen eine diffuse Problemlage, was uns die Argumentation nicht leichter macht, aber es umso spannender macht, jetzt was zu tun. Also Leipzig hatte bis vor wenigen Jahren eigentlich immer ein Problem mit Wohnraumversorgung. Am größten war es irgendwie in den 30er, 40er Jahren mit 700.000 Einwohnern und ist dann irgendwie langsam bis zur Wendezeit abgeschrumpft, aber war da noch auf
530.000. Und das, was eigentlich jetzt den sowohl den Charakter ausmacht, als auch den Hype, als auch die Situation, ist im Prinzip immer noch der große Nachwendeleerstand, wo dann der Tiefpunkt war 98 mit 437.000 Einwohnern. Und seitdem wächst Leipzig wieder und in letzter Zeit sogar relativ rasant. Also wir hatten die letzten beiden Jahre jeweils um die 10.000 Einwohnerzuwachs. Das Ding ist, dass irgendwie durch diese Sanierungswelle nach der Wende erstmal irgendwie großes Überangebot an Wohnungen da war, gleichzeitig Bevölkerungsschwund und Leute an den Stadtrand gezogen sind, sodass ab Ende der 90er es eigentlich fast überall in der Stadt Überangebot gab an Wohnraum und geringe Mieten und großen Leerstand. Das Problem jetzt ist, dass die Konzepte der Stadt in Richtung Stadtentwicklung größtenteils noch auf diesen Prämissen fußen und davon ausgehen. Also es gab, was jetzt mittlerweile abgelaufen ist, aber noch bis vor kurzem irgendwie gab es eine recht relevante Abrissförderung. Und es gibt diese Wiederbelebungskonzepte mit Wächterhäusern, diese Stadthauskonzepte, um Kleinfamilien wieder in die Innenstadt zu holen. Und es gibt es gab relativ massive Privatisierungen von städtischem oder mehr oder weniger städtischem Wohneigentum in den letzten Jahren. Also läuft alles noch im Prinzip fast alles noch auf eine Förderung einer Aufwertungsdynamik raus. Dazu muss man sagen, es gab auch relativ früh in den 90ern schon so Segregierungs- und Aufwertungsprozesse, die auch mit Verdrängung verbunden waren. Wobei das sich im Wesentlichen auf zwei Viertel konzentriert hat und eigentlich von niemandem, also damals gab es sogar noch Probleme, dass mit Überlegungen, das mit Sozialwohnungsbau und irgendwelchen Quoten zu verbinden und so, wurde aber damals nie zum Problem, weil drei Straßenzüge weiter es immer noch genug Wohnraum für alle Schichten gab. Also ging mir selber so irgendwie, ich habe da Mitte der 90er auch im Waldstraßenviertel in so einer WG gewohnt, gut, dann wurde das irgendwann saniert, dann hatte man anschließend halt nicht mehr den Flur zum Fußballspielen und Fernsehen gucken, sondern nur so einen zum Wäschetrocknen, aber war jetzt nicht weiter problematisch. Stellt sich heute wirklich, wirklich anders dar, wo ich so ohne weiteres nicht mehr wüsste, wohin ich jetzt umziehen soll, ohne dass es ungemütlich wird. Es gab dann diese Aufwertungs- und Innenstadtförderung irgendwie, hat ein gutes Stück funktioniert und es wurde auch ein bisschen unterschätzt, was doch an Zuzug gerade so im studentischen und jüngeren Milieu passiert, sodass es ab Jahrtausendwende oder so einen eigentlich stetigen Zuzug in innerstädtische Viertel gibt. Und das ist auch ein bisschen das Problem, was wir bemängeln in der Analyse der Stadt. Es gibt eigentlich so vom Umfeld her eine relativ klare Abgrenzung zwischen dem Gründerzeitgürtel, der im Prinzip sich einmal um die Innenstadt zieht, und den Außenvierteln, die entweder Plattenbau oder so eine bisschen Vorortstruktur haben, wo es schon, wenn man das alles nur in Summe sieht, man nicht wirklich der Struktur und den Wünschen der einzelnen Bewohner Rechnung trägt. So. Das ist eben der Punkt, dass ich mittlerweile schon, dass also auch im Nachgang von Eurokrise und sowas eben
massiv auch investiert und gekauft wird und sich der Markt jetzt sehr nach Stadtteilen differenziert. Also es gibt vor allem eben gerade noch viel Bedarf in teilsanierten, wirklich preisgünstigen Lagen. Man muss dazu sagen, Leipzig ist nach wie vor Armutshauptstadt. Haushaltsnettoeinkommen liegt im Median knapp über 2.200 Euro. 25% Bevölkerung unter der Armutsgrenze, knapp 19% Hartz IV. Und gleichzeitig ist eben diese Dynamik da, dass Neubau sich je hochpreisiger, desto besser rechnet und Sanierung ebenso, zumal das, was jetzt an unsaniertem Gebäudebestand noch da ist, teilweise auch nicht mit einer niedrigschwelligen Sanierung mehr zu retten ist. Das ist aber ein bisschen die Problematik, dass da nicht so viel Spielraum drin ist. Also wir hatten Anfang der 90er hatten wir unter 20% von dem, was der Durchschnittshaushalt an Mietbelastung aufgebracht hat. Jetzt ist es schon deutlich über 30% und bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden über 35. Also es ist einfach, auch wenn die Mietpreise im bundesweiten Vergleich jetzt sich noch nicht dramatisch anhören mit irgendwie, sag mal, ab 5,50 kalt irgendwie für Neuvermietungen, ist das doch für viele eine Schwelle, wo es dann schon kritisch wird. Also es Dieter Rink vom Umweltforschungszentrum, die untersuchen regelmäßig die Angebotsmieten in den Immobilienportalen, wo Wohnungen angeboten werden, die man auf Hartz IV genehmigt kriegt. Und da ist sehr deutlich zu sehen, dass die Segregation sich wirklich rauszieht, also dass es da fast nur am Stadtrand und in bestimmten Vierteln noch Angebote gibt, also dass so die 7, 8 beliebtesten Viertel eigentlich quasi null an Angebot wirklich dasteht. Und da ergibt sich eben auch das Problem, dass man kann jetzt nicht von der großen Gentrifizierungswelle sprechen, vergleichbar Hamburg, Berlin, München. Aber es ist schon so, dass man inzwischen deutlich spürt, dass in den Stadtteilen, wo es gerade noch, die gerade noch wirklich günstig sind, dass da die Sanierungswelle anzieht, wo eben hinterher auch entsprechende Preise zu erzielen sind, mit dem Effekt, dass es eigentlich logischerweise gar nicht auf was anderes rauskommen kann, als dass die ursprünglichen Bewohner dann verdrängt werden. So viel zu der reinen Wohngeschichte. Was für uns dazu kommt und wo wir auch, was wir stärker in die Debatte einbringen möchten, ist eben diese Geschichte von Freiräumen und Möglichkeiten. Also wovon sowohl der aktuelle Hype lebt, auch wenn es oft ein bisschen schräg dargestellt wird, als was auch so unter Leipziger Freiheit vermarktet wurde, jetzt sich zum Better Berlin irgendwie langsam übergeht. Und was aber wirklich auch, finde ich, wesentlicher Teil von dem Potenzial und dem Lebensgefühl der Stadt ist, wo aus meiner Sicht nicht so viel, die Prioritäten nicht so klar sind in Stadtverwaltung und Co. Also
wo schon, ich denke, dass der Punkt, dass sowas irgendwie zum einen als Standortfaktor, zum anderen auch irgendwie einfach von dem, was man an Ausgaben für KDU hat, und auch von dem, was einfach an Kaufkraft in der Stadt vorhanden ist, dass das nicht wirklich gesehen wird in Relation zu dem, was irgendwie an minimalen Mehreinnahmen durch Verkäufe und Vermietung von Stadtseite zu erzielen ist. Ja, also insgesamt ist es einfach so, dass wir jetzt noch nicht an einem Punkt sind, wo es ganz schrecklich ist, es jeder am eigenen Leib spürt und alle nur noch aufschreien, aber schon an dem Punkt, wo man so am Horizont recht gut erahnen kann, wo die Reise hingeht, gerade wenn man das irgendwie bundespolitisch und international mit einbezieht. Und was uns ein Anliegen ist, ist eben jetzt Maßnahmen zu ergreifen, Konzepte zu entwickeln, bevor die ganze Welle einmal durchgerollt ist und das eigentlich dieses Potenzial, was zu schützen wäre, dann gar nicht mehr wirklich gibt. Wir ist das Netzwerk Stadt für alle. So ein bisschen gibt es seit ungefähr einem Jahr, hat so ein bisschen den Hintergrund, dass es seit bestimmt 5 Jahren oder sowas irgendwie so eine Welle der Gründung von Hausprojekten läuft. Es dazu so ein paar Initiativen für Erhaltung und Gestaltung von Freiräumen gibt, also wie zum Beispiel Global Space Odyssey und Umfeld. Dann gab es ein paar einzelne größere Mieterinitiativen, also zu dieser Windmühlstraße-Geschichte und in der Kantstraße gab es auch mal so eine Geschichte. Es gibt so punktuell Privatinitiativen und Künstlerinitiativen, die das Problem thematisieren. Und wir wollten aber gerne eben eine richtige stadtweite Plattform schaffen, die da ein bisschen übergreifend und kontinuierlich dran arbeitet. Wir hatten ursprünglich die Idee, das als Bündnischarakter von Einzelinitiativen aufzuziehen, was ein bisschen an dem Mangel der dauerhaft existierenden Einzelinitiativen gescheitert ist, sodass es jetzt doch mehr eine Reihe von Einzelpersonen sind, die aber teilweise sehr gut vernetzt sind oder auch weitere Initiativen vertreten. Und unser Anliegen ist eben auch im Hinblick auf eine rechtzeitige Gestaltung, sich nicht nur direkt an Betroffene und die Öffentlichkeit zu wenden, sondern auch in Politik und Verwaltung was zu bewegen, solange ein Handeln noch wirklich effektiv sein kann. Wir haben noch keinen wirklich abgeschlossenen Forderungskatalog, aber es geht uns viel um Instrumente wie die Liegenschaften der LWB, also hier der städtischen Wohnungsgesellschaft, und auch direktstädtische Liegenschaften, wo wir eben möchten, dass jetzt nicht mehr, endgültig nicht mehr privatisiert wird oder wenn, dann nur in einem transparenten Vergabeverfahren, wo soziale Kriterien berücksichtigt werden und möglichst aber eigentlich nur noch in Erbpacht vergeben wird, was früher in einem bisschen größeren Umfang passiert ist, zumindest von Seiten der LWB, aber inzwischen so gut wie nicht mehr passiert. Freiflächen dauerhaft zu sichern, Möglichkeiten für Wagenplätze, für Kultur und sich perspektivisch schon mal am besten jetzt drauf festzulegen, wie man mit Erhaltungssatzung und Vorkaufsrecht arbeiten kann und potenziell auch die Bestände von LWB und der Kommune wieder ausweiten kann.
Genossenschaften und Projekte fördern und Stadtentwicklung nachhaltiger gestalten. Es wurde im Vorfeld hieß es noch, dass unsere Botschaft an die Politik, das wir gerne hören, da wäre es uns vor allem wichtig, dass, was in diesem Rahmen, glaube ich, besser funktioniert und oft runterfällt, ist, dass viele Sachen nur auf bundespolitischer Ebene zu lösen sind. Und wir da gerade noch einen massiven Mangel sehen, dass das nicht wirklich, dass da die Vernetzung zwischen den lokalen Initiativen nicht wirklich ausreichend funktioniert, um da auf bundespolitischer Ebene Druck aufzubauen. Und das auch alles in ein bisschen langfristiger Perspektive zu sehen. Da wird es zum Beispiel konkret um die Möglichkeit von Mietpreisobergrenzen gehen, was aus unserer Sicht irgendwie eins der effektivsten Instrumente wäre, die man haben könnte. Auf Landesebene könnte man zumindest mal die neuen Mietrechtsmöglichkeiten von einer etwas geringeren Mieterhöhungsgrenze nutzen. Auf Stadtebene käme es sehr darauf an, dass LWB und Liegenschaftsamt konkrete und rechtssichere Vorgaben bekommen, dass auch Liegenschaften veröffentlicht werden und eben man Erhaltungssatzungen andenkt, keine weiteren Verkäufe durchführt. Und was in Leipzig noch ganz wichtig ist, was ich vorher noch nicht erwähnt habe, es gibt 3 riesengroße Neubauprojekte, bei denen aktuell nichts in der Planung drin ist, was da einen bezahlbaren Wohnraum sichert und wo teilweise auch bestehende Kulturprojekte von bedroht sind, wo wir uns wirklich wünschen würden, dass man die Chance nicht einfach so verstreichen lässt und dann 3 große innerstädtische Flächen nur mit Luxuswohnraum voll hat. So viel erstmal von meiner Seite. Okay, so sieht Leipzig aus. Michael, ihr habt ja nun schon also vom Bündnis Stadt für alle zum Netzwerkrecht auf Stadt. Ihr habt ja schon zahlreiche Erfahrungen. Ihr seid ja in der Tat ein Netzwerk aus Initiativen. Schon zahlreiche Erfahrungen mit Auseinandersetzung mit parlamentarischer Politik, dann aber auch Druck ausüben, teilweise Erfolge, teilweise auch mal Misserfolge. Und du bist ja auch ganz konkret auch in 2 Projekten sehr stark engagiert. Was sind deine Erfahrungen beziehungsweise auch Hamburger Erfahrungen? Ja, vielleicht, bevor ich darauf eingehe, kurz zur Entstehungsgeschichte, Netzwerkrecht auf Stadt, also und dann Gängeviertel und Leerstandsmelder. Also ich bin, das ist schon wieder zu laut, ne? So. Also auch wenn bestimmt die Situation in Hamburg durchaus eine andere ist oder eine fortgeschrittenere, sagen wir es mal so, vieles kommt mir da doch schon sehr bekannt vor. Das Recht auf Stadtnetzwerk ist 2009 entstanden aus einem guten Dutzend Initiativen oder auch Einzelpersonen, die sich da vor allem, also die waren vor allem betroffen von Gentrifizierungsprozessen, explizit auch auf St. Pauli, wo das am krassesten abgeht, sage ich mal so, in Hamburg und damals auch schon abging. Es hat auch einen ganz konkreten Ort gegeben, um den sich das kristallisiert hat, das ist das Centro Soziale, was sich auch als ein Nachbarschaftszentrum gegen Gentrifizierung selbst versteht und entsprechend gegründet wurde. Und diese Initiativen sind dann durch gemeinsame Aktionen in Erscheinung getreten. Es gab Demonstrationen oder kleinere Interventionen und vor allem wurde halt Gentrifizierung thematisiert. Dann gab es richtig ein Gründungsstatut. Ich kenne das alles auch nur aus Erzählungen. Ich war nämlich damals persönlich noch nicht selbst dabei. Ich saß da mehr in einem muffigen, kalten Kohlenkeller im Gängeviertel rum. Denn dort gab es relativ parallel zu diesem Findungsprozess des Recht auf Stadtnetzwerkes einen ganz anderen Kreis von Menschen, die auch vielfach von Gentrifizierungsprozessen betroffen waren,
die dort eingeladen wurden, um zu debattieren, diese ganzen Fragestellungen, die auch gerade Kulturschaffende in diesem Kontext betreffen. Also wir werden hier von Zwischennutzung zu Zwischennutzung immer durch die Stadt gejagt, bauen was auf, müssen wieder an den nächsten Ort, dort bauen wir wieder was auf und das ganze Märchen wiederholt sich. Wir haben darauf keine Lust mehr, was können wir tun? Und das hatte, da war quasi die Debatte vorangelagert und hatte auch einen konkreten Kristallisationspunkt, nämlich das Gängeviertel, 12 Häuser, die mitten in der Hamburger City seit fast 10 Jahren leer standen und verfallen sind. Dieser Kreis ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, das Ganze zu besetzen. Das war am Anfang noch gar nicht klar, was ja dann auch gelungen ist, mit sehr großem medialem Interesse. Und verbunden mit dieser Besetzung waren eigentlich auch drei grundsätzliche Auseinandersetzungspunkte, nenne ich sie mal. Also es ging dort um bezahlbare Wohn- und Arbeitsräume, die halt immer schwieriger zu finden sind in Hamburg. Eine generelle Kritik an der Stadtentwicklungspolitik, die vor allem Verwertungsinteressen verfolgt und dabei sehr fragwürdige Architektur oder städtebauliche Strukturen produziert. Konkret auf das Gängeviertel bezogen, der Aspekt Denkmalschutz, das muss man wissen, das ist in Hamburg ein besonders mit Füßen getretenes Kind. Der Begriff der freien und Abrissstadt Hamburg, da steckt was dahinter, das ist nicht nur ein Slogan. Und nämlich das ganze Gängeviertel steht unter Denkmalschutz und sollte trotzdem zu 80% abgerissen werden. Und schon aus diesem Vorbereitungskreis des Gängeviertels ist auch eine Idee entstanden. Und zwar war die ganz einfach, man bräuchte eigentlich mal so eine Internetplattform, wo jeder eintragen kann und jede, was an leerstehenden Gebäuden eigentlich so die Stadt zu bieten hat. Das ist vielleicht in Leipzig offensichtlicher gewesen. In Hamburg ist die Situation anders. Wir wussten durch auch die intensive Vernetzungsarbeit, die wir da betrieben haben, von vielen Leerständen, die allerdings trotzdem nicht zugänglich waren. Trotzdem stiegen die Preise immer weiter. Trotzdem hieß es immer, es gibt keine Räume für euch. Das tut uns leid, geht doch nach Leipzig. war eine mögliche Antwort, genau. Und diese Idee ist dann mit etwas Zeitverzögerung auch umgesetzt worden. Das ist der Leerstandsmelder. Leerstandsmelder.de ist zunächst mal für Hamburg an den Start gegangen und ist so eine ganz einfache Internetseite, wo jeder von einem Leerstand, von dem er weiß, den dort eintragen kann. Und so nach und nach ist dann zunächst für Hamburg eine ziemlich beeindruckende Leerstandssammlung entstanden. Die ist bei weitem nicht komplett, diese Karte, aber wenn man so 700 Objekte, teilweise sehr große, mal auf so einer Karte verortet sieht, auch mitten in der Innenstadt, dann fällt es schon schwer, wenn man dann die Politik darauf anspricht, dass ihr sagt doch immer, es gibt keine Räume und es gibt auch kein Problem, das ist ja alles toll, dass sich das so entwickelt, wie es sich das tut. Warum gibt es dann eigentlich diese Diskrepanz, dass so viel ungenutzter Raum in der Stadt rumsteht? Und aus dieser Karte, die erstmal nur für Hamburg entstanden ist, ist mittlerweile ein Netzwerk von 16 Städten entstanden. Als erstes war Frankfurt dabei, mittlerweile auch mit Basel und Wien, Städte außerhalb von Deutschland. Und das Interessante ist, das haben wir gerade vor 3 Wochen festgestellt, da hatten wir einen Kongress auch im Gängeviertel gemacht, wo diese ganzen Initiativen zum ersten Mal zusammengekommen sind, dass bei allen Unterschiedlichkeiten, die Städte aufweisen in ihrer Geschichte und stadtplanerischen Situation, es überall jede Menge Leerstand gibt und es sauschwierig ist, daran zu kommen. Und wir daran arbeiten möchten, wie das denn gelingen kann, da sinnvolle Projekte zu machen. Und mit dem Gängeviertel zum Beispiel ist ja auch schon mal ein ganz gutes Referenzprojekt am Start für Hamburg. Wir haben mittlerweile eine Genossenschaft gegründet. Das ganze Ding wird jetzt saniert in Zusammenarbeit mit der Stadt. Das macht viele Probleme. Aber genau, unsere Genossenschaft soll das danach übernehmen und wir sind optimistisch, dass das dann auch ein Vorzeigeprojekt in unserem Sinne bleibt. Und wenn ich aus diesen ganzen, also ich habe jetzt diese 3 Projekte und auch das Recht auf Stadtnetzwerk als eins davon erwähnt, weil, da bin ich halt selbst so drin, aktiv und verortet. Und jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund, was du gesagt hast, die Erfahrung dort ist schon die, dass diese Vernetzungsarbeit unheimlich wichtig ist. Also gerade unterschiedliche Leute, Initiativen, Menschen an einen Tisch zu bringen,
sich da auseinanderzusetzen, versuchen, eine gemeinsame Position zu finden, was sehr schwierig ist, was auch gar nicht unbedingt gelingen muss. Also das Recht auf Stadtnetzwerk hat es bis heute noch nicht geschafft, zu definieren, was das Recht auf Stadt eigentlich genau bedeutet. Aber was ich wichtig finde, ist, das nicht als Manko zu sehen, sondern vor allem den Weg dorthin schon mal als einen ganz wichtigen Prozess, nämlich die Debatte überhaupt in der Stadt zu führen. Und wenn das einhergeht mit einer, mit einer guten Vernetzung auch zur Basis und einer medialen Aufmerksamkeit, die man erzeugt, wie das dort gelungen ist, kann das schon eine ganze Menge bewirken, was wir in Hamburg auf unterschiedlichen Ebenen auch merken. Soweit erstmal. Danke. Können wir eigentlich gleich übergehen, denn ich weiß ja auch ganz persönlich, dass die Prozesse in Berlin auch nicht immer sehr einfach waren. Katrin, vielleicht berichtest du. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Perspektivenwechsel und ich werde also nicht so anmaßend sein, jetzt versuchen zu erklären, wie es in Berlin aussieht, weil da würden die mir eingeräumten 5 Minuten nicht reichen. Und es ist auch was anderes, wenn man aus der Perspektive sozusagen einer parlamentarischen Fraktion, die noch dazu in der Opposition ist, auf solche Initiativen schaut. Nun habe ich mir natürlich überlegt, Stadtpolitik ist ja ein Wort, was auch ein bisschen diffus ist. Was ist eigentlich, also was ist alles Teil der Stadtpolitik? Es ist sicherlich mehr als Stadtentwicklungspolitik. Andererseits ist Stadtentwicklung ein Feld, auf dem Kommunen große eigene Handlungsmöglichkeiten haben. Da haben sie gesetzliche Pflichtaufgaben, da haben sie Ressourcen, da haben sie Gestaltungsmöglichkeiten. Nun sind diese Gestaltungsmöglichkeiten immer durch alles Mögliche determiniert, zum Teil auch begrenzt. Begrenzt nicht nur durch Finanzknappheit, sondern natürlich auch durch Interessenkonstellationen, durch politische Konstellationen. Das ist völlig übersichtlich. Das ist in Hamburg nicht anders als in Berlin und Leipzig. Ich will 3 kleine Beispiele sagen über aktuelle stadtpolitische Initiativen in Berlin und wie die in den formellen politischen Raum wirken. Erstes Beispiel: Mietenproteste. Es ist sicherlich den meisten nicht entgangen, dass sich in Berlin die Wohnungsmarktlage, sagen wir mal so, seit 4-5 Jahren dramatisch sozusagen umgekehrt hat. Auch wir hatten eine Leerstandsdiskussion, auch wir hatten die Diskussion über Freiräume, Freiheiten und Möglichkeiten aller Art. Inzwischen reden wir über Wohnungsknappheiten, wir reden nicht mehr kleinräumlich, teilräumig über Verdrängung, sondern wir reden darüber, dass wenn jemand verdrängt wird, dass er dann nirgendwo in der Stadt mehr eine Wohnung findet, die er zum Beispiel als Hartz-IV-Empfänger bezahlen kann. Mietenproteste sind ein Thema, ich sag mal, seit 2010 tatsächlich in größerem Umfang. Es hat vor den Abgeordnetenhauswahlen 2011 ein Mietenbündnis gegeben, Bündnis Mietenstopp mit großen Demonstrationen, wo Parteien ausdrücklich nicht gewünscht waren, insbesondere die Linke, wenn es jemand interessiert, dazu kann ich dann mehr sagen. Aus diesem Bündnis ist hervorgegangen eine Dossiergruppe. Die verschiedenen Mieterinitiativen haben mit Unterstützung von Expertinnen, Experten, Aktivistinnen, die also auch schon in früheren Sanierungs- und Stadtentwicklungs-, Stadterneuerungsprotesten Erfahrung gesammelt hatten, haben ein Dossier erstellt, was sie den Koalitionsverhandlern in die Hand gedrückt haben. Dieses Dossier hat bis heute mit seinen 10 sehr plakativen Forderungen Auswirkungen auf die stadtpolitische Diskussion, weil sie können dem Senat und auch den Fraktionen im Abgeordnetenhaus und den Oppositionsfraktionen natürlich immer darlegen, was ist davon erreicht, wo ist man ein Stück vorangekommen, was wird bisher weiterhin ignoriert. Ergänzt wurden diese Mietenproteste seit Mai vorigen Jahres und bis heute anhaltend von einem Protestcamp am Kottbusser Tor und regelmäßigen Demonstrationen. Es hat Ende vorigen Jahres eine außerordentlich fundierte, gut besuchte, unabhängige Mietenkonferenz gegeben, die allein getragen von diesen Initiativen, und sie machen weiterhin und erkennbar Druck auf die Regierungspolitik. Unterstützt von der Opposition, bisher, sage ich mal, nicht in allen Teilen erfolgreich, aber es hat Auswirkungen auf das Regierungshandeln. Also dieses Beispiel wollte ich als erstes sagen. Zweites Beispiel, was mir sehr wichtig erscheint: Berlin ist sozusagen ein bisschen die Hauptstadt der direkten Demokratie geworden. Wir haben etliche Volksbegehren, Volksinitiativen, die sich auf das Thema Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge
konzentrieren. Es hat ein erfolgreiches Volksbegehren zum Thema Wasserprivatisierung gegeben. Unabhängig davon, was da konkret gefordert war und wie im Vorfeld davon die Einschätzung war, ob das erfolgversprechend ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass es der erste erfolgreiche Volksentscheid war mit über 600.000 Dafürstimmen, hat dazu geführt, dass sich die Politik auf diesem Feld komplett verändert hat und dass tatsächlich die offizielle Regierungspolitik gezwungen war, ihren Kurs zu korrigieren. Aktuell laufen ein Volksbegehren zur Rekommunalisierung der Energie und ein Volksbegehren zur Rekommunalisierung der S-Bahn. Das ist noch vom Landesverfassungsgericht aufgehalten. Da werden wir Mitte Mai vom Landesverfassungsgericht erfahren, wie es weitergeht an dieser Stelle. Diese Volksbegehren, also ich erwähne einfach das Stichwort direkte Demokratie, weil es, glaube ich, wichtig ist, wenn wir über Stadtpolitik reden, auch über die politischen und partizipativen Elemente zu reden, die man tatsächlich hat und die tatsächlich real Wirkung entfalten. Weil es gibt sozusagen in diesem Volksentscheid Wasser ist ein Gesetz angenommen worden, welches das Parlament nicht angenommen hat, hat sozusagen die Mehrheit der Menschen in dem Volksentscheid angenommen. Letztes Beispiel, worauf ich eingehen will, ist die Initiative Stadt Neu Denken. Das ist ein Zusammenschluss von sehr interessanten, ich sage jetzt mal disparaten Akteuren in Berlin, aus der Wissenschaft, aus der Stadtplanung, aus Mieterinitiativen, aus Umweltinitiativen sogar inzwischen, Künstlern, Atelierbeauftragte, also ganz bunt. Und sie sind mit einer Forderung, auch vor den Wahlen 2011, in die Stadtöffentlichkeit getreten, nämlich mit einem Moratorium zum Verkauf städtischer Liegenschaften. Und daraus ist entstanden derzeit ein runder Tisch Liegenschaftspolitik, der es noch nicht geschafft hat, sich gegenüber der herrschenden Politik so zu etablieren, dass man sozusagen ihn offiziell hört. Es ist ihnen aber bereits gelungen, ein de facto Moratorium des Verkaufs zu erreichen, weil derzeit werden städtische Liegenschaften nicht mehr verkauft, Klammer auf, es ist auch so viel verkauft worden, dass nicht mehr so wahnsinnig viel da ist, Klammer zu, aber es ist ja auch ein symbolischer Kampf. Ist der Verkauf gestoppt oder ist er nicht gestoppt? Und im Moment ist er tatsächlich gestoppt. Und dieser runde Tisch Liegenschaftspolitik, da muss man doch gucken, was draus wird, aber natürlich entfaltet der auch direkte Auswirkungen auf die parlamentarischen und administrativen Strukturen dieser Stadt. Oppositionsfraktionen müssen sich dazu genauso positionieren wie Regierungsfraktionen und die Forderungen, die man dort aufmacht, müssen möglichst so gehaltvoll sein und so strukturiert und operationalisierbar, dass man sie auch mit Druck in Richtung Administration sozusagen vortragen kann und nicht nur gesagt, das geht aber nicht und ihr habt ja vergessen dieses und jenes Gesetz und so weiter. Also man muss sich, wenn man dann was erreichen will, natürlich auch ziemlich tief in die Materie einarbeiten. Das ist ein Punkt, und damit mache ich dann auch gleich Schluss, der auch die Grenzen solcher stadtpolitischen Initiativen aufzeigt, weil natürlich an irgendeinem Punkt entsteht sozusagen strukturelle Überforderung. Weil man kann nicht alles wissen, man kann auch nicht sozusagen dieses ganz gebündelte Herrschaftswissen sozusagen plötzlich und zeitgleich alles aufholen. Oftmals ist im Übrigen auch vergessen worden, was man vor 10 Jahren schon mal wusste im Rahmen anderer stadtpolitischer Initiativen an diesem Ort oder an anderen Orten. Das kommt noch erschwerend hinzu. Aber man arbeitet natürlich nicht wirklich auf Augenhöhe. Also solche Initiativen haben es unglaublich schwer, von offizieller Stelle sozusagen so ernst genommen zu werden, dass sie dann auch sozusagen sich Gehör verschaffen können. Das ist den Mieterprotesten um Kotti und Co. gelungen. Und bei den anderen Initiativen hat dieser Teilerfolg, den die errungen haben, natürlich einen Mobilisierungseffekt ausgelöst. So viel vielleicht. Ja, danke Katrin. Und jetzt wollen wir noch einen weiteren Blick über den Tellerrand werfen, Richtung internationale Kontexte, vielleicht auch Wissenschaft, in Kooperation mit sozialen Bewegungen. Britta. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte kurz am Anfang sagen, welchen Hut ich aufhabe heute, wenn ich hier sitze, weil ich bin hier eingeladen worden, zum einen, um vielleicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive was zu Erfolgsbedingungen von solchen städtischen Bewegungen, Initiativen zu sagen. Gleichzeitig bin ich Mitglied schon seit 97, also auch noch relativ lange Zeit, von einem Netzwerk, International Network of Urban Research and Action. Und das würde mich vielleicht qualifizieren oder denke ich, qualifiziert mich ein bisschen hier zu sitzen und aus internationalen Erfahrungen zu sprechen. Wir sind ein Netzwerk auch, also keine klassische NGO,
Schwerpunkt Westeuropa, aber auch mit Kontakten zu, nach Lateinamerika, Kanada, Nordamerika, Asien und verstärkt auch, was ich sehr spannend finde, Südosteuropa. Also wir treffen uns jedes, also seit 20 oder über 25 Jahren regelmäßig in Städten und schauen uns da die Veränderungsprozesse, die stadtpolitischen Prozesse an, aus der Perspektive von unten. Also wir treffen uns mit verschiedenen stadtpolitischen Initiativen und es geht seit den 90er Jahren, das wisst ihr alle, um diese Aufwertungsprozesse. Den Hut, den ich aufhabe und deswegen wollte ich das am Anfang nochmal sagen, ist die Frage, gibt es eigentlich irgendwas aus einer Forschungsperspektive, wissenschaftlichen Perspektive als Politikwissenschaftlerin, was man beitragen könnte für so eine Diskussion in Leipzig? Was wäre zu tun, lang- oder kurzfristig? Was wäre in anderen Städten zu tun? Und mein erstes Statement wäre negativ, aber ich finde, als Wissenschaftlerin muss man das sagen. Ich glaube, der Kampf gegen Aufwertung ohne Verdrängung, also Aufwertung ohne Verdrängung, das zeigen die internationalen Erfahrungen. Das wird zum Beispiel behauptet, jetzt in Hamburg, IBA, das gäbe es, gibt es nicht. Ich glaube, da sollten wir uns vergegenwärtigen. Ich glaube, das ist eine Lehre aus den Kämpfen und gegen Gentrifizierung in ganz verschiedenen Kontexten. Ich glaube, eine zweite Lehre, die ich ziehen könnte, obwohl es wenig systematische Auswertung dieser ganzen Gentrifizierungskämpfe gibt, ist, dass wir bestimmte Voraussetzungen schaffen müssen. Ich glaube, in Leipzig seid ihr wirklich in einer sehr schwierigen Situation, ja, weil ihr wahrscheinlich im relativ kleinen, noch überschaubaren Kreis auf Entwicklungen hinweist, die irgendwie eine Zukunft vor euch seht, also die vielleicht eine Rasanz dann bekommt, ja, und das zeigen auch die Erfahrungen. Diese Entwicklungen können wahnsinnig schnell gehen. Ihr seid aber im Prinzip im Moment, so verstehe ich das, dann zumindest damit beschäftigt, den politisch Verantwortlichen überhaupt noch sowas wie das Zugeständnis abzuringen, dass es Probleme gibt in dieser Stadt, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Ich würde auch sagen, das macht eine ganz spezifische Ausgangssituation aus, die wir gleich in der Diskussion ernsthaft aufgreifen müssen, weil ich glaube, es macht einen Unterschied ums Ganze, ja, ob es wie jetzt in Berlin, aus welchen Gründen auch immer, ich komme auch aus Berlin, tatsächlich in den Medien, eine Veränderung, einen Wechsel gegeben hat in der Politik, wo alle mehr oder minder, natürlich auch die Immobilienwirtschaft nicht durchgängig, aber zugesteht, es gibt ein Wohnungsproblem, es gibt ein Problem mit extremen Mietsteigerungen und Verdrängung. Die Erfahrung jetzt nochmal zurück zu anderen Städten, anderen Kontexten, internationalen Ländern, sehe ich folgendermaßen. Ich kann es auch nur kurz skizzieren oder zusammenfassen. Es gibt in der Zwischenzeit eine Literatur, also viele von euch werden das kennen, also auch schon verschiedene Versuche in verschiedenen Zusammenfassungen, Recht auf Stadtinitiativen weltweit zu thematisieren, von Brasilien, Rio bis Hamburg. Hamburg ist sicherlich eines der positiven Beispiele aus den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir uns nicht nur vernetzen müssen. Ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass wir tatsächlich andere Formen von Nachbarschaftsorganisierung brauchen. Also immer da, wo wir in Städten waren, wo es Menschen, Organisationen, lokale Initiativen geschafft haben, auch eine gewisse, also Immobilienspekulation aufzuhalten, Zwangsräumung zu verhindern. Da gab es eine sehr starke Identifikation mit dem Stadtteil. Es gab eine ziemlich geringe Fluktuation. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Diskussion, dass wir sehen müssen, dass es in Stadtteilen, ich schätze, das ist in Leipzig ähnlich wie in Berlin, dass es studentische Viertel gibt mit einer extrem hohen Fluktuation. Die Leute kommen für 2-3 Jahre, sind wieder weg. Das treibt nicht nur objektiv Mieten hoch, macht auch eine Organisierung schwierig. Also ich denke, dass wir langfristig Strukturen oder Organisierungsansätze wählen müssen, wo wir stärker in den Stadtteilen verankert sind, weil nur diese wirklich intensiven, langfristigen Kontakte und solidarischen Netzwerke auch in der Situation, wo der Druck zunimmt, ja, wo es tatsächlich dazu kommt, dass Menschen verdrängt werden, weil sie, ja, also dann entweder zwangsgeräumt werden oder das Sozialamt nicht mehr die Kosten übernimmt, dass es da eine Solidarität gibt. Ich glaube, das ist anstrengend und das ist auch eine langfristige Geschichte. Das macht man nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, ohne diese sehr intensiven Strukturen, die mehr als eine Vernetzung sind und den Aufbau von langfristigen, kontinuierlichen Anlaufpunkten und Orten, geht es nicht. Ich glaube, das ist eine Lehre. Die andere Lehre, die ich denke auch ziehe, also die man sicherlich auch ziehen kann und wo ich auch finde, dass in der Wissenschaft
gemacht und auch in Deutschland es ein großes Manko gibt. Ich finde, Karin hat zu Recht darauf hingewiesen. Es gibt Erfahrungen mit linker Stadtpolitik, mit politischen Forderungen, auch auf der gesetzlichen Ebene, die verschüttet gegangen sind. 80er Jahre, 70er Jahre in Großbritannien, ja, mit Municipal Socialism, also mit einem richtig sozialistischen Ansatz. Das sind Dinge, da gibt es hier und da noch irgendwelche Berichte drüber, aber wenig Erfahrungen, die es ja auch in Berlin gegeben hat, zum Beispiel in den 80er Jahren, ich habe in West-Berlin gelebt, sind tatsächlich weiter transportiert worden und viele Initiativen versuchen heute, das Rad neu zu erfinden. Ich glaube, dass wir das an manchen Stellen nicht brauchen, sondern dass wir es aufschreiben, dass wir es auswerten müssen und dass es dafür auch solche Initiativen wie von euch, von der Stiftung geben kann. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt die Diskussion öffnen, sollten wir immer auch schauen auf die Differenzen in unseren Stadtteilen, in unseren Städten und schauen, was sich ähnelt und versuchen, auch tatsächlich Erfahrungen, die wir gemacht haben, in unseren Kampagnen vorzustellen. Oder auch, denke ich, vorzustellen, von welcher Perspektive aus wir auf diese Veränderung schauen. Vielen Dank. Ja, wir wollten noch eine kleine Fragerunde Fragen an die anderen Referentinnen stellen und dann eigentlich auch die Diskussion sofort öffnen. Und Michael wollte schon gleich irgendwie auf Britta eingehen. Ja, ich wollte den Ball gern annehmen mit der Vernetzung. Also du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe auch nicht Vernetzung jetzt als Selbstzweck gemeint, aber die Erfahrung war einfach, um genau zu diesen neuen Organisationsformen, wie auch immer die dann aussehen mögen, im Konkreten zu kommen. Gerade Vernetzung aus meiner Erfahrung, und so viel kann ich sagen, extrem wichtig war, gerade weil dadurch Wissen, was schon vorhanden war, weitergegeben werden konnte. Also wir haben als Gängeviertel, das war ja nun auch nun zusammen, erstmal ein bunter Haufen von Leuten mit unterschiedlichstem Hintergrund und wir haben unglaublich doofe Anfängerfehler gemacht, muss man so sagen, und da war es unheimlich gut, dass es dieses Recht auf Stadtnetzwerk halt eben gab, wo dann erfahrene Aktivisten und Aktivistinnen der Roten Flora uns mal so ein bisschen irgendwie auch eine weitere Perspektive aufgezeigt haben und vor allem auch dieses große Problem, was ja auch immer mitschwingt, gerade bei solchen Initiativen, die Spaltungsversuche, die ganz schnell auch aus Richtung der Politik kommen, also die guten Aktivisten und die bösen Aktivisten, dem erfolgreich entgegenwirken konnten. Und gerade das wollte ich nur sagen, da finde ich Vernetzung wichtig, um auch über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und gerade dieses Wissen, was vorhanden ist, dann auch zu bündeln und vielleicht auf eine neue Situation anzuwenden. Andersherum habe ich auch die Erfahrung gemacht, ältere Aktivisten und Aktivistinnen sind manchmal halt einfach auch nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand der Konflikte und Debatten und erinnern gerne an früher und wie schön das damals war. Und da ist es vielleicht auch gut, wenn dann ein bisschen jüngere Leute mit anderen Problemen reinkommen und wenn man da halt eben sich austauscht drüber. Ich glaube, dann kann nämlich genau diese neue Organisationsform daraus erwachsen. Okay, gab es jetzt noch weitere Fragen hier vorne erstmal? Oh. Dann würden wir das ganz gerne öffnen. Gibt es Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen, Statements, vielleicht weitere Erfahrungen, auch aus Leipzig, aus anderen Städten? Okay. Ja, mein Name ist Siegfried Schlegel, ich bin der Sprecher für Stadtentwicklung. Leider ist ja die Fraktion von Leipzig nicht formal mit einbezogen gewesen, auch wenn die Stadträtin hier mit an der Vorbereitung getroffen hat. Aber der zuständige Arbeitskreis zum Beispiel innerhalb der Fraktion ist nicht gemacht worden, einbezogen worden. Ich stelle mir die Frage bei der Veranstaltung, sitzen Politiker nur auf Bäumen oder ist Leipzig noch zu retten? Die Fragen sind zum Teil nicht neu, sondern die stehen auch schon seit 1991. Und ich sage mal, wir sind, die damals 91 in den Stadtrat angetreten sind, wussten zum Glück, wie Kapitalismus funktioniert, hatten es zwar glücklicherweise nicht erleben müssen, aber wussten, dass es kommt und dass die Frage bezahlbares Wohnen ein ganz wichtiges Thema ist. Und Mieterproteste, da hat es bereits bei der Sanierung auch in innerstädtischen Wohnquartieren in den 90er Jahren gegeben. Und es gibt auch nicht diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Wir haben die Gründerzeit Innenstadt und wir haben die Großwohnsiedlungen im Außen. Leipzig ist alles. Und auch in den Außenbezirken gibt es Gründerzeit, genauso wie es auch neuere Wohngebäude in der Stadt gibt. Und es gibt auch weiterhin kommunale Wohnungen mitten im Stadtzentrum zu bezahlbaren Mieten. Uns ging damals zum Beispiel, und da wurde die ganze Modernisierungsgeschichte im Wohngebiet Straße 18. Oktober, das ist vergleichbar mit Berliner Standorten und auch
Musikviertel, wo also die ganze Modernisierungsstrategie, wo nur der Architekt sein Honorar im Blick hatte und dort keine bezahlbaren Mieten mehr rausgekommen sind, wo das gelaufen ist. In den letzten Jahren hat die kommunale Wohnungsgesellschaft die energetische Sanierung auch eines Viertels aus den 80er Jahren angegangen, wo genau es darum geht, dass energetische Sanierungen, das ist ein Projekt, was oft durch den Bund gefördert wird, wo es darum geht, optimal energetisch zu sanieren, gleichzeitig aber die Mieten eben nicht explodieren zu lassen hinterher. Und das Gleiche wird also auch mit dem Kolonnadenviertel angehen. Und wir haben natürlich dann auch das Problem, dass das nicht einzelne Initiativen dann in einer Stadt überschauen können. Aber was in dieser Stadt an vielen Stellen passiert ist, dass es eine Bemühung gibt, eine breite Bürgerbeteiligung zu machen. Und da gibt es reguläres Quartiersmanagement. Das gibt es in mehreren Stadtteilen. Das gibt es im Leipziger Osten. Das gibt es in der Georg-Schumann-Straße. Das gibt es im Leipziger Wohngebiet Grünau. Und das ist neu installiert im Leipziger Westen. Entschuldigung, darf ich dich kurz... Darf ich Sie dich kurz unterbrechen? Ich würde, wir würden gern wirklich in Dialog treten und Ich will gerne auf kurze, die Punkte andeuten, die hier Beiträge. Etwas verwässert dargestellt gewesen sind. Und Leipzig ist vielleicht etwas anders, als das nur ein Einzelner dort überschauen kann. Ich bringe als weiteres Thema, was auch von den Linken anging, die Sicherung der Daseinsvorsorge, wo wir darauf geachtet haben, dass es nicht nur um die Privatisierung der Stadtwerke geht, der Wasserwerke oder was, wo das in vielen Städten punktuell gelaufen ist, sondern in einer Bürgerentscheid die Frage kommunales Krankenhaus und auch kommunale Wohnungsgesellschaft dort mit entschieden worden ist. Ich möchte noch auf die Frage Segregation eingehen. In der Einleitung stand ja wieder Gentrifizierung. Das ist das Hauptschlagwort in Leipzig, was alle umtreibt. Ich staune, dass man jetzt wieder die Kurve gefunden hat und wieder dann doch zur Segregation zurückgekehrt ist, weil nach meiner Auffassung Gentrifizierung eine Sonderform der sozialen Segregation, die immer und überall stattfindet, ist nämlich, dass tatsächlich alles kontrolliert wird. Und ein ganz probates Mittel, das eben in Stadtteilen zu verhindern, ist zum Beispiel der Bestand von kommunalen und Genossenschaftswohnungen. Genauso wie ich auch, ich sag mal, Eigenheime zum Beispiel in eine Neubausiedlung dort reinbringen kann. Ich wollte nochmal... Man könnte noch viel mehr Punkte bringen, aber ich will aber noch was zu den Freiräumen sagen. Es gibt noch weitere Meldungen. Ja, sehr richtig, es tut mir ja leid, aber wenn das so dargestellt wird, dass von Leipzig ein verzerrtes Bild dargestellt wird, denke ich mal, muss es legitim sein, dass man dort auch ein paar Sachen korrigiert. Zur Frage Freiräume. Selbstverständlich was die Freiräume in der Stadt angeht, kümmert sich die Stadt drum. Danke für den Beifall. Ich möchte aber trotzdem noch darauf eingehen, weil ja gesagt worden ist, in Leipzig kümmert sich keiner drum. Stimmt ja nicht. Der Kulturausschuss hat, oder es gab einen Antrag der Linksfraktion, Freiräume für Kulturprojekte zur Verfügung zu stellen. Der Kulturausschuss, der eigentlich das am meisten befördern musste, hat einen Schwanz eingezogen, aber die Fachausschüsse Stadtentwicklung, Bau und Umwelt haben diesem genau zugestimmt. Und komischerweise ist dann im Stadtrat dieser Antrag eben nicht zur Abstimmung gekommen. Und wir haben ganz konkret auch bestimmte Plätze, zum Beispiel im alten Messegelände im Blick, wo wir sagen, das kann dann dort installiert werden, wo es dann zum Beispiel auch keine Konfliktsituationen gibt, aufgrund dessen, dass es eben als Kerngebiet entwickelt wird. Ja, hallo, ich bin Dirk Glompner, Sozialwissenschaftler. Lieben Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und an das KUB, dass ihr diesen Abend hier, diese Diskussionsveranstaltung ausrichtet, die jemanden aus Hamburg hergebracht habt, der uns über den Leerstandsmelder insbesondere berichtet hat. Ich kannte das nicht, finde ich eine super Idee. Wenn wir das hier in Leipzig auch machen, dann kommt da einiges zusammen, bin ich gewiss. Das hat ja auch einiges an Geld gekostet, nicht wahr? So eine Ausrichtung eines solchen Abends, das ist etwas. Ich finde das super, dass das die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht. Also die Linken, da hatten wir jemand aus dem Stadtrat, ich bin auch, ihr Beitrag war sehr lang und naja, aber es hat mir eben gerade auch deutlich gemacht, dass der Stadtrat
da einiges bewirkt. Es hat aufgezeigt, gerade eben mit dieser Freiflächendiskussion, wie es in der Stadt abläuft, dass dann bestimmte Anträge nicht durchkommen. Auf jeden Fall, Sie sind hier und ich finde es super, dass Sie da sind und etwas dazu geäußert haben. Bei der Diskussion hier ist mir aufgefallen, es ist eine politische Diskussion, ein politisches Forum, es wird politisiert. Wir sind alle so politisiert, nicht wahr? Wir werden auch alle wählen gehen, bin ich mir gewiss, und unsere Stimme abgeben, wem auch immer. Politisieren meine ich, und wenn ich das so heute Abend gehört habe, es werden die Missstände politisiert. Na super. Mir geht es aber um etwas anderes. Ich hätte gerne gehört, was ist das Positive, das... Wohin geht's? Was wird gefordert? Was wollen wir eigentlich? Was will ich? Und meine Vorstellung an dieser Stelle geht in Richtung dessen, was ich gerade in Leipzig wahrgenommen habe und dann mit Erstaunen auch in anderen Städten wahrgenommen habe, gibt's auch, nämlich eine große Szene von Hausprojekten. Also die Städte in Ostdeutschland haben viele Häuser, die saniert werden, wo auf einmal Projekte hineingehen. Die Stadt macht hier viel, die Selbstnutzer, die Wächterhäuser. Es gibt diverse Institutionen, die von der Stadt gefördert werden. Aber insbesondere unter dem Aspekt der Eigentumsbildung, dessen, dass die Leute hier bleiben. Von Gemeinschaft, von Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, von Förderung des Zusammenlebens, ist da wenig die Rede. Es geht um Eigentum. Und an der Stelle, also die Förderung des städtischen Lebens, des Wohnens, des Zusammenlebens, an der Stelle ist meine Bitte und auch meine Forderung an die Politik. Hier haben wir insbesondere eine Abgeordnete aus dem Senat, nicht wahr, und jemanden aus der Stadtverwaltung, aus dem Stadtrat. Ich bitte, das zu hören. Da sollten auch Gelder fließen. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Meldung im Publikum übersehen hatte. Wenn, dann jetzt, weil ansonsten würde Daniel antworten. Also vielleicht ein bisschen in Verbindung auf beides. Also ich wollte nicht sagen, dass die bestehenden LWB-Bestände keinen Wert hätten oder keinen Einfluss. Ich kann aber auch nicht, muss schon sagen, irgendwie die Punkte gibt es alle, aber ich möchte mich darauf auf keinen Fall ausruhen. Also um perspektivisch wirklich Einfluss auf Stadtentwicklung nehmen zu können, müsste man wirklich Bestände noch deutlich ausweiten, diversifizieren. Es gibt ganze, also in Schleußig weiß ich nicht, ob die LWB überhaupt noch irgendwelche Bestände hat. Es stimmt auch, dass wir darüber einen schlechten Überblick haben, was unter anderem daran liegt, dass die LWB und das Liegenschaftsamt das alles unter Verschluss hält. Aber daran arbeiten wir und das... Wäre durchaus hilfreich. Also es gibt diese Initiativen, aber es gibt auch immer wieder Punkte, an denen sie auf Granit beißen. Also gerade diese Geschichte, wo, ich glaube, es war auch Kulturausschluss, der wo wirklich Mangel besteht an Bandproberäumen irgendwie angeschoben hatte und wo es das Liegenschaftsamt dann das vorgesehene Objekt dann doch mal kurz anderweitig verkauft, weil da irgendwie mehr zu holen war. Also es gibt da zwar Ansätze, aber ich sehe es schon so, dass die Stadtverwaltung als Ganzes da noch weit davon entfernt ist, zielgerichtet in einer guten Richtung zu handeln. Umgekehrt, um das aufs Positive und die Forderung, wo man hin will, zu nennen, wäre sicherlich eine Förderung von Haus- und Wohnprojekten sicher viel wert, also gerade im Vergleich zu der Eigentumsförderung, wobei ich auch sagen muss, als jemand, der selber ein bisschen aus dieser Hausprojekteszene kommt, es wird nie eine Lösung für Gesamtbevölkerung sein. Also Roman auch bei uns hatte neulich, ich glaube,
glaube auch hier irgendwo, hatte neulich mal durchgerechnet, irgendwie in Plagwitz, Lindenau, wo es somit die größte Dichte gibt, betrifft das irgendwie 1% der Wohnungen. Und von daher ist das jetzt, glaube ich, nicht wirklich was. Also es ist sicherlich was zusammen mit genossenschaftlichen Beständen eine der langfristigsten Möglichkeiten ist, um bezahlbare Mieten zu sichern. Aber es wird nicht was sein, womit man irgendwie 30% der Bevölkerung versorgen kann. Und da fände ich in dem Zusammenhang, was das zum Beispiel ganz gut verbindet aus meiner Ansicht, ist dieses Salzburger Modell, ich weiß nicht, wer das kennt, wo im Prinzip ein staatlicher Fonds als Bank auftritt und Genossenschaften und Kollektiveigentum eine Finanzierung ermöglicht unter der Prämisse von dauerhaft niedrigen Mieten und anderem, die es dann wirklich ermöglicht, teilweise zu, ich glaube, beinahe der Hälfte der marktüblichen Preise dauerhaft anzubieten und dauerhaft da zu bleiben. Im Gegensatz zu sowas wie jetzt einer Neuauflage von sozialem Wohnungsbau, was ich relativ kritisch sehen würde, weil das große, jedenfalls nach bestehendem Modell, große Summen sind, die an Investoren gehen und dann irgendwie für 15, 20 Jahre das Problem minimieren, nur um es anschließend wieder auf den Tisch zu bekommen. So, dann gab es hier vorne eine Wortmeldung. Würdest du zum Mikro gehen? Nee, Katrin hat erstmal Verzicht. Okay, mein Name ist Luzi Matting. Ich gehöre in Berlin zu Cotti & Co. an und möchte auch in dem Rahmen konkret auf Berlin bezogen zwei Beispiele bringen, beziehungsweise sowohl Frage als auch ein Statement geben von den Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe und das unter den Schlagwörtern Druck ausüben, der von euch ja mehrmals auch kam und unter dem Aspekt der Instrumentalisierung. Und zwar wollte ich fragen, Sie meinten ja vorhin, Frau Lomscher, dass schon ein extremer Druck ausgeübt wurde von den verschiedenen Protesten, jetzt aktuell auch in Berlin. Und ich frage mich aber trotzdem, also ich war am Mittwoch unter anderem auf der Bauausschusssitzung, wie hoch ist der Druck denn wirklich, wenn bis jetzt noch nicht mal diese Konferenz, die Sie auch angesprochen haben vom November letzten Jahres im Abgeordnetenhaus Berlin, wenn die bis heute noch nicht mal ausgewertet wurde? A und B, frage ich mich, ob der Druck denn jetzt wirklich was damit zu tun haben muss, dass eventuell 5 bis 6, 7 mal so viele 1000 Menschen auf die Straßen gehen müssen, damit eventuell was geändert wird. Also ob es damit primär aus Ihrer Einschätzung, es würde mich mal interessieren, zu tun haben kann. Andererseits zur Instrumentalisierung finde ich, du meintest gerade das Salzburger Modell, daran musste ich halt auch gerade wieder denken. Ich finde es erschreckend, ich war vor 2, 3 Wochen, glaube ich, in der Friedrich-Ebert-Stiftung bei einer Veranstaltung Wohnen in Berlin, auf die soziale Mischung kommt es an, wo Müller doch so frech gewesen ist, diese ganze Ausarbeitung, die auch unter anderem auf dieser Konferenz am 13. November in Berlin vorgestellt wurde, dieses Salzburger Modell, dass er zweimal die Leitpunkte genannt hat, in den nächsten 10 Jahren braucht Berlin neu einen Wohnungsbau, weil es halt braucht, also auf den Bestand wurde halt nicht eingegangen und auch Modelle vorgestellt hat, die explizit diesen revolvierenden Fonds, der extra ausgearbeitet wurde für die Beispiele, die uns unter anderem am Cotti & Co. oder am Cottbusser Tor betreffen, vorgestellt hat. Und andererseits finde ich auch extrem erschreckend, gerade auch in Hinsicht auf die Bundestagswahlen dieses Jahr, wie viele Leute ins Getxo Kondo kommen bei uns am Protestcamp aus den verschiedensten Bereichen der Politik und eben diesen Protest instrumentalisieren für ihre Wahlen. Also das als Statement und als Frage eben auf die ganze Druckgeschichte. Na, umso besser, dass ich sozusagen zurückgezogen habe, dann kann ich ja darauf reagieren. Aber ich wollte auch auf ihn reagieren, weil Sie gesagt haben, wir haben jetzt hier Missstände politisiert. Was ist denn die Vorstellung nach vorne? Also die Veranstaltung heißt ja Stadtpolitik, Praxis, Möglichkeiten, Alternativen. Und ich glaube, die Beispiele, also gerade Cotti & Co., da gehe ich gleich nochmal drauf ein, zeigt ja sozusagen im Prinzip von allem dreien was. Also es zeigt erstens die Praxis, dass Bürgerinitiativen sich
extrem schwer sozusagen Gehör verschaffen können, im Sinne, dass sie wirklich die sozusagen die Gravitationskräfte in der herrschenden Politik verändern könnte. Das ist natürlich extrem schwierig. Warum Kotti und Co. aus meiner Sicht trotzdem sozusagen schon etwas erreicht hat, obwohl sie recht haben, wenn sie sagen, ja, wo bleibt denn ein vernünftiges Mietenkonzept, wo bleibt denn sozusagen das Konzept für die Zukunft des alten sozialen Wohnungsbaus, um diese Mietsteigerungsautomatik zu brechen. Da haben sie völlig recht, das gibt es alles noch nicht. Aber der Senat weiß schmerzlich, dass es von ihm verlangt wird und dass er nicht aus der Verantwortung entlassen wird, bevor er da nicht was Vernünftiges vorlegt. Also es gibt ein Mietenkonzept, also einen Mietdämpfungsvorschlag, ich will es mal so vorsichtig sagen, für alte Sozialwohnungen überwiegend im Westteil Berlins. Das hat der Stadtentwicklungssenator nur wegen des Drucks von Kotti und Co. vorgelegt. Und Kotti und Co. hat ihnen das sofort um die Ohren gehauen und hat ihm gesagt, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Weil dieses Mietenkonzept natürlich nur behauptet, dass es das Problem irgendwie löst, aber de facto es nicht löst. Das heißt, diese Initiativen sind sachkundig, sie sind, ich sage mal, modern in ihrer Kommunikation und Aktionsform. Sie sind gut vernetzt, auch mit wissenschaftlicher Expertise. Das finde ich ist auch ein wichtiges neues Zeichen, was man da sieht. Und sie verstehen es, ne, obwohl es diese Versuche gibt, sich vereinnahmen zu lassen, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Sie machen da auch ganz klare Abgrenzung und sagen, da gehen wir nicht hin. Und ich meine, wir haben jetzt Bundestagswahlkampf und da wird man sich natürlich nicht irgendwie als Dekoration auf irgendwelche Podien setzen, um dann sozusagen den Einladenden noch mit einem unverdienten Glanz auszustatten. Das wird man dann nicht tun, das verstehe ich. Also ich würde mal sagen, woran misst man den Erfolg solchen Engagements? Bürgerschaftliches Engagement in dieser intensiven Weise, wie es bei Kotti und Co. der Fall ist, das machen ja Leute inzwischen fast hauptberuflich. Ja? Also die stecken da ihre ganze Energie rein und fragen sich natürlich, was haben wir erreicht? Das verstehe ich, dass man sich das fragt. Ich will sozusagen nur zurückgeben, dass es gemessen an vielen anderen Initiativen wirklich schon eine unglaublich große Ausstrahlung und ein Fortschritt in der Sensibilisierung Problemwahrnehmung und ernsthaften sozusagen Stellen des politischen Gegners ist. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Und wenn man sagt, was sind so stadtpolitische Überlegungen nach vorn, also was stellt man sich unter linker Stadtpolitik vor? Ich glaube, da gibt es drei wesentliche Stichworte. Das eine ist natürlich tatsächlich diese sozialräumliche Integration. Das heißt, den quasi naturwüchsigen Ausgrenzungsmechanismen einer kapitalistischen Stadtentwicklung irgendetwas anderes entgegenzusetzen. Ne? Also nichts anderes meint doch Recht auf Stadt. Ist jedenfalls meine Interpretation davon, dass man versucht, dort, wo ansonsten nur die Reichen reinkommen, eben mit öffentlichen politischen Interventionen auch Gegenkräfte zu installieren. Und da gebe ich Siegfried Schlegel absolut recht. Dazu braucht man einen großen Anteil und gut räumlich verteilten öffentlichen und gemeinwohlorientierten Wohnungssektor. Sonst hat man schlechte Karten. Zweites wichtiges Thema aus meiner Sicht Partizipation. Das sollte eine Erfahrung der letzten Jahrzehnte sein, dass Bürger eben nicht nur regiert werden wollen und auch nicht der Meinung sind, wenn sie gewählt haben, in alle 4 oder 5 Jahre, dann machen die das da schon im Stadtrat und in der Administration, sondern dass sie entscheiden wollen, dass sie lokale, direkte Mitentscheidungsrechte haben. Und wenn sie die nicht bekommen, dann fordern sie sie ein. Und das ist die Botschaft, die wir in Berlin sehr direkt zu spüren bekommen. Und ich war ja mal auf der anderen Seite, ich habe ja auch mal an einer Landesregierung mitgewirkt, da ist es schon auch ein bisschen krass, wenn man dann sozusagen vom Volk ein Gesetz diktiert bekommt. Das ist natürlich eine Botschaft, die man verstehen muss. Da muss man einfach mal begreifen, dass man bestimmte Signale nicht erkannt hat. Und dann finde ich es gut, wenn es direkt partizipatorische Politikinstrumente gibt, die da eine Korrektur ermöglichen. Und letzter Punkt ist das Stichwort öffentliche Daseinsvorsorge. Ich glaube, dass es richtig ist, mit allen Mitteln, die man auf der kommunalen Ebene hat, die öffentlichen Einflussmöglichkeiten auf alle Formen von Infrastruktur, die für eine Stadt und das Leben in einer Stadt zentral sind, beizubehalten. Deshalb finde ich es gut und richtig, dass es hier sowas wie Privatisierungsbremse, Volksbegehren gibt, hier in Leipzig. Ne, sollte ich hier irgendwie mal erwähnen, dass es hier aktuell auch gerade sowas gibt. Das finde ich absolut gut und richtig. Wir haben übrigens in Berlin auch so eine Diskussion, das finde ich sehr bemerkenswert. Es war eine zentrale Wahlkampfforderung der Linken, Privatisierungsbremse in die Landesverfassung und schwuppsdiwupps
hat die SPD, die ja jetzt ach so links ist, uns erklärt, dass sie das jetzt machen werden. Sie haben es einmal gesagt, es ist nie wieder vorgekommen. Also wir müssen jetzt natürlich dranbleiben, damit es diese Initiative tatsächlich auch gibt. Bei der Landesverfassung kann man nur mit 2/3 Mehrheit ändern. Das heißt, da sind wir mit im Boot und da werden wir die SPD nicht aus der Verantwortung entlassen. So, Britta wollte darauf reagieren und dann habe ich... Lieber Publikum, okay. Dann... Ja, ich habe mal so eine Frage. Also Sie hatten das vorhin so ein bisschen angesprochen, dieses Stichwort, es gibt keine Gentrifizierung oder Segregation ohne Aufwertung ohne Verdrängung. Was mir so ein bisschen Problem bereitet ist, also ich würde ja erstmal sagen, Leipzig ist an einem relativ guten Punkt, weil wir sozusagen irgendwie relativ früh in der ganzen Entwicklung sind und eigentlich relativ viel Zeit haben, uns darauf einzustellen und irgendwie total viel machen können. Aber was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist diese ganzen Konzepte von Druck auf die Stadt ausüben und irgendwie so Bürgerbegehren und also Volksentscheid, das ist halt alles irgendwie so, spielt halt mit den etablierten Mitteln und versucht halt irgendwie mitzumischen und ist auch sicherlich irgendwie, also kann man gerne machen und wenn man damit was erreicht, ist natürlich auch cool. Aber es gibt halt so ein Grundproblem, das halt für mich überhaupt nicht thematisiert wird und das ich relativ wichtig finde, ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass so Modernisierung stattfindet und ich finde es eigentlich auch total geil, wenn die Stadt halt übelst aufgewertet wird und ich finde es cool, wenn es total viele Hausprojekte gibt und wenn so Kulturvereine und so sich gründen und wenn alles bunt wird und so. Aber das Problem ist, das erzeugt ja gerade so eine Aufwertung. Also ich meine, Leipzig als Standort hat halt irgendwie diesen einen Wirtschaftszweig der Kultur, der so extrem wichtig ist, weil sozusagen andere Wirtschaftszweige einfach irgendwie nicht so richtig die Kassen füllen. Und das zwingt ja die Stadt auch so ein bisschen dazu, zwingt in Anführungsstrichen so einen Ausverkauf von so kommunalem Eigentum zu betreiben, weil man irgendwie, keine Ahnung, ja auch ein Defizit hat und all so ein Kram. Aber wenn ich mir jetzt so Connewitz und Plagwitz und auch Reutnitz mittlerweile angucke, was da halt sozusagen passiert, finde ich eigentlich die Entwicklung total gut. Aber die evoziert halt gleichzeitig irgendwie diesen Prozess der Gentrifizierung, der Segregation, Verdrängung. Und ich frage mich so ein bisschen, was wir eigentlich machen wollen. Also was wir genau fordern wollen und wie wir das sozusagen erreichen wollen. Oder wir, ihr, keine Ahnung, könnt ihr euch da selbst entscheiden. weil so ein bisschen bleibt es halt total unkonkret. Und ich glaube halt sozusagen, dass das Eigentliche, worum es gehen müsste, nämlich diese tatsächliche Schaffung von Freiräumen, also sowas, wo tatsächlich, wo man eben nicht von der Stadt abhängig ist, die einem irgendwie was zugesteht oder wo man nicht irgendwie von so einem Fonds, was du vorgeschlagen hast, abhängig ist, sondern wo man tatsächlich was zur Verfügung gestellt bekommt, was man frei nutzen kann, dass das halt ein relativ gutes Konzept wäre. Aber ich glaube, das fordert man irgendwie nicht mit so einem Bürgerbegehren. Und vor allen Dingen in Leipzig glaube ich nicht, dass Bürgerbegehren eine gute Methode sind oder eine gute Praxis, weil das Problem so ein bisschen ist, dass der Zeitpunkt, den wir jetzt haben, ja einer ist, wo sich der Großteil der Leute noch nicht so richtig identifiziert mit dem Problem. Also ich jetzt für mich persönlich finde eben nicht, ich wohne hier in der Südvorstadt, das ist so mit einem relativ teurer Stadtteil und ich zahle schon relativ viel Miete, aber ich bezahle die ja eben auch. Also ich glaube sozusagen, ich würde mich nicht als Betroffene von Segregation oder Verdrängung bezeichnen. Und so würde es wahrscheinlich den meisten Leuten, ja, also wahrscheinlich bin ich jemand, der verdrängt, aber das ist eben das Problem, ihr müsst ja auch mit mir leben und es gibt relativ viele wie mich und ich bin ja auch nicht scheiße, weil, also ich gehe auch zu solchen Veranstaltungen, mache auch solche Veranstaltungen und auch Kultur und so Kram. Und also bei dir ist es halt zum Beispiel so angeklungen, dass du auch mal gesagt hast, du willst so Entwicklung anhalten oder so irgendwie halt verhindern. Und ich finde, das ist irgendwie keine Option, sondern wenn, dann ist es halt, muss irgendwie so weitergehen und man muss da irgendwie reinkommen. Und so ein bisschen konkreter sollte es vielleicht irgendwie werden. Und die Frage danach, wie man diese Ambivalenz von Modernisierung irgendwie für sich zu nutzen macht oder das auflöst. Gut, 2 Wortmeldungen hier vorne. Du. Kann ich gleich so ein bisschen anknüpfen. Irgendjemand hat es auf dem Podium gesagt, Hausprojekte und Freiräume sind eher auch was für weiße Mittelstandskids und vielleicht, sorry, war das auch,
oder Mittelstandsmenschen. Ich bin auch schon 34 und mag auch Freiräume und bin, also ich habe jetzt gehört, wer das gesagt hat, der hat das Alter auch schon erreicht. Das Problem ist, ich bin jetzt keine Staats- oder Verfechterin eines starken Staates, aber ich denke schon, Daseinsvorsorge sollte sozusagen flächendeckend allen Menschen irgendwie ermöglichen, auch jenseits der weißen Mittelstandskids und älteren Leute teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Darum finde ich Bürgerbegehren und so weiter auch gut, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte noch mal kurz referieren auf die Leipziger Debatte. Ich finde auch das Stadt für alle Netzwerk ist relativ verdienstvoll. Wir hatten vor einem Jahr noch die Situation, dass der Baubürgermeister in der Stadt offensiv gesagt hat, ach, gibt's alles nicht, wir haben hohen Leerstand, Leipzig ist nicht Berlin, Leipzig ist nicht Hamburg, und an dem Punkt ist ja dieses Netzwerk so ein bisschen auch in Gang gekommen und heute hört sich der Baubürgermeister auch anders an. Heute ist nämlich der Leerstand schon akut gesunken und das Problem wird wahrgenommen, es wird sozialer Wohnungsbau, blablabla, gefordert. Also eine Maßnahme, die ja, die Problematik überhaupt nicht eindämmt, sondern sie verlängert, wurde auch schon gesagt. Es gab jetzt so viele Stichpunkte, die Kiez-Problematik ist ein Stichpunkt, da würde ich gerne noch mal mehr dazu hören, weil also richtig zukunftsweisend, klar, Nachbarschaftsvernetzung und so weiter ist gut und kann in solchen konkreten Fällen, wie jetzt in Berlin auch in Folge mehrfach passiert sind, Zwangsräumungen sicher helfen, aber man braucht ja auch eine größere Perspektive, also auf Gesellschaft, auf eine Stadt, aber auch international. Ich weiß nicht, ob diese kleinteilige Vernetzung nicht auch eher wieder regressiv wirkt und so eine Kiez-Identifikation, ich hoffe, ich bin verständlich, fördert, die dann auch aufhört an der Grenze und die bestimmte Sonderheiten im Kiez dann hochjubelt. Zweite Frage, eine ganz konkrete Frage an Hamburg, würde mich interessieren, das ist so ein bisschen bei dir durchgeklungen, ich kann mich auch erinnern, ihr seid ja nach Leipzig eingeladen worden, als Akteure hier aufzutreten. Habt ihr das Problem von Instrumentalisierung jetzt städtischerseits als Aufwertungsfaktor, als Vorzeigeprojekt und wie geht ihr damit um? Gibt es so eine Diskussion um die eigene Rolle in diesem Aufwertungsprozess, die ja um euch herum auch weitergehen? Ja, hallo, mein Name ist Maren Müller, ich bin Stadtbezirksbeirätin und vor allen Dingen bin ich Bürgerin von Leipzig, wie ihr alle auch. Und ich empöre mich eigentlich oft über die sogenannte Stadtentwicklung bei uns. Der letzte Stein meiner ganz persönlichen Empörung sind die Höfe am Brühl zum Beispiel. Wenn es ums Aufhören geht, finde ich, an so einer Stelle sollte man aufhören. Das ist erstens mal schon rein ästhetisch eine Zumutung, was dort passiert ist. Es ist ein Überangebot an Waren und es zerstört die Einzelhandelsstrukturen der Innenstadt. Das sehen wir jetzt noch nicht. Also ich gehe dort jeden Tag durch, nicht um einzukaufen, sondern von einer Stelle zur Tram und sehe, was dort eigentlich los ist. Wird eine Investruine. Und das ist nur eine Investruine. Andere Investruinen sind leerstehende Bürogebäude, wo auch ein Überangebot herrscht. Ja. Also das nur mal zum Einstieg. Und dann wollte ich eigentlich wissen, wer von euch oder von Ihnen war denn bei der Veranstaltung Leipzig Weiterdenken? Waren da Leute dabei? Ja? Ich war zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Nachhaltige Stadtfinanzen. Und was fiel als Strategie für die Zukunft Leipzig Weiterdenken ein? Kürzungsstrategie, Ausgaben und Zuschüsse senken. Einnahmestrategie, Tarife, Gebühren, Steuern erhöhen und Wachstumsstrategie. Nur Vorrang für die Wirtschaft, denn wir müssen wachsen um jeden Preis. Was ich vermisst habe bei den ganzen Strategien, waren die so Nachhaltigkeitsgeschichten. Nachhaltigkeit ist ja schon ein bisschen ein abgedroschenes Wort, aber man kann auch Suffizienzstrategien sagen. Also da waren Leute von der Helmholtz-Stiftung da, die wissen genau, was das bedeutet. Also dass man wirklich mit den Ressourcen vernünftig umgeht und dass man keine Glatze mitten in die Stadt baut, wo die Leute unter Tage arbeiten, Höfe am Brühl, künstliches Vogelgezwitscher hören. Leute, wie absurd ist denn das eigentlich? Das ist so absurd. Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Ja. Zur Stadtentwicklung, das ist mein Punkt eigentlich, Stadtentwicklung ist nicht nur Bauen und Stadtentwicklung ist nicht nur Wohnung. Stadt ist auch soziale Vielfalt, Stadt ist Geschlechtergerechtigkeit, Stadt ist Miteinander der Generationen. Wir sorgen uns darum, wie das mit den Krippenplätzen oder den Kindergartenplätzen wird. Wo jetzt bald dieser Rechtsanspruch greift. Aber wissen wir denn, was wir in 20 Jahren mit unseren ganzen älteren Bürgern
machen? Haben wir eigentlich Wohnraum für unsere älteren Bürger? Wir alle kennen die demografische Entwicklung. Ich bin zum Beispiel in den Arbeitskreis Bevölkerungsvorausberechnung in der Stadt. Es ist unglaublich, was auf uns für eine Welle zurollt, wo wir künftig nicht wissen, was wir machen sollen. Und die meisten hier sind noch jung genug, um das alles mitzuerleben. Also ich bin dann so eine Oma, um die sie sich kümmern müssen. Aber das sind alles Sachen, die man sehen muss. Die kurzen Wege, also Fußgänger, Radfahrer. Es gibt unglaublich viele, viele Dinge, die angepackt werden müssen. Und dass der Leerstandsmelder wäre eine gute Sache. Also das hat mich ungefähr vor einem Jahr schon mal vorgeschlagen. Und das hat, ja, bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, aber vielleicht wird das mal irgendwann. Und vielleicht konkrete Projekte wie so eine Sachen wie Wohnen für Hilfe. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Wenn jetzt jüngere Leute oder Studenten für Hilfe bei älteren Bürgern einziehen und das auf die Art und Weise ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird. Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Takt gekommen, das soll es gewesen sein von mir. Danke. Genau, nee, kein Problem. Ich bin Klaus Schotte, ich bin auch bei dem Netzwerk Stadt für alle hier in Leipzig dabei. Und nebenbei auch beim Mietshäuser-Syndikat hier in Leipzig aktiv. Das heißt, gucken wir auch wenigstens kleine oder etwas größere Beiträge zu leisten, dass das eine Stadt für alle auch bleibt. Ich will mal ein bisschen weggucken von Leipzig, jetzt sozusagen zu unseren Gästen und nochmal ein bisschen fragen, welche Analysen sozusagen bei euch ja, die wirkungsvollsten waren, weil wir ja auch so ein bisschen noch an dem Punkt stehen, wir haben jetzt angefangen, wir haben eine gewisse Wirkung als Netzwerk gespürt, aber das soll natürlich deutlich besser werden und wir wollen natürlich von den anderen Erfahrungen profitieren, weil wir eben ziemlich genau wissen, wenn wir jetzt nichts machen, dann erleben wir eine Entwicklung, wie man sie halt so kennt. Normalerweise in westdeutschen Städten. Und deswegen würde mich jetzt speziell Hamburg oder ja vielleicht auch aus anderen Städten, Berlin kann ich jetzt nicht einschätzen, ob du da was zu sagen kannst, so die Frage der Analysen, die von euch da eingespielt worden sind, nochmal interessieren und vielleicht auch nochmal zur Arbeitsweise des Netzwerkes in Hamburg. Also wie oft trefft ihr euch? Gibt es da sozusagen gewisse Regularien? Das wäre schön, wenn du da noch mal was zu sagen könntest. So, gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen aus dem Publikum? Weil ich habe auch immer auf die Uhr geschaut, so langsam vielleicht dem Ende zu kommen, weil wir werden ja auch danach noch Netzwerkraum haben, vielleicht ein bisschen individueller als in der großen Runde. Okay, dann vielleicht die eine Wortmeldung noch, dann würden wir noch mal vorne eine Runde machen und dann würde ich vielleicht Franziska oder Christian, die ich gerade nicht sehe, von der Galerie Coop vielleicht dann noch mal bitten, sich vorzustellen. Bitte. Tja, mein Name ist Axel Henschke, ich komme aus Frankfurt-Oder. Das ist eine Stadt, die hatte 1990 90.000 Einwohner und jetzt hat sie 60.000. Und ich will zumindest erstmal sagen, dass ich mit Interesse all die Debatten verfolge, aber es gibt zwei Dinge, die mich bewegen. Erstens, Ihr Wachstum ist unsere Schrumpfung. Und wir sind auch eine Stadt. Und es gibt im Land Brandenburg 94 Städte, und bis auf die paar im Speckgürtel von Berlin, die Krümel vom Tisch aufsammeln, schrumpfen alle anderen. Und die schrumpfen nur deshalb so langsam, weil die ländlichen Regionen noch schneller leerlaufen. Also diesen Prozess würde ich einfach bitten, auch immer mit im Hinterkopf zu haben.
Und das Zweite, was damit in Verbindung steht, ist, Sie können sich alle glücklich schätzen, weil Sie von einer aktiven Bürgergesellschaft ausgehen. Also ich sage es mal so, Land Brandenburg hat 2,4 Millionen Einwohner, davon wohnen 1,2 Millionen in Städten. Und es gibt eigentlich nur zwei Städte im Land Brandenburg, wo es Ansätze von alternativer Kultur gibt. Und in allen anderen Städten gibt es da also nichts, was auch wirklich nur annähernd in dem Bereich einer kritischen Masse wächst. Also die 1,2 Millionen Städter, die wohnen da so vor sich hin. Und Stadtentwicklung vollzieht sich nach wie vor in tradierten Strukturen. Und insofern, ich will Ihnen hier nicht ins Gewissen reden, um Gottes Willen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Politik, dass Gesellschaft noch sehr weit davon entfernt ist, davon ausgehen zu können, dass die aktive Bürgergesellschaft in der Tat in der Lage, jetzt schon in der Lage ist, die Verantwortung von Staat zu übernehmen, die man sich so erträumt. Und die letzte Bemerkung, das fand ich sehr interessant an den Daten zur Entwicklung von Leipzig. Leipzig sollte sich sehr bewusst die Erfahrung bewahren, als Leipzig nach der Wende schrumpfte. Weil meine Prognose ist, Europa wird in 30 Jahren überall schrumpfen. Und die Schrumpfungsprozesse sind die eigentlich spannenden Fragen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Danke. Also ich kann zumindest für die Rosa-Luxemburg-Stiftung sagen, dass wir durchaus die Schrumpfungsprozesse auch mit auf den Schirm haben als durchaus Entwicklung und nicht nur die Wachstumsprozesse. Murat, ganz, wirklich ganz kurz. Ja. Mein Name ist Murat Çakır, ich komme aus Kassel, aus Hessen. Ich habe die Diskussion mit großem Interesse verfolgt und insbesondere das, was jetzt zuletzt auch nochmal gesagt wurde. Ich glaube, ich wollte es einwerfen, es geht bei den ganzen Diskussionen, sollten wir auch nicht vergessen, und auch die gesamten, auch sämtliche Initiativen auf der kommunalen Ebene, sollten auch den Zusammenhang herstellen können, um die Frage zu beantworten, ja warum schrumpft zum Beispiel Ostdeutschland. Was ist der Hintergrund? Es geht nicht nur darum, und diese Demografiedebatte halte ich für einen völligen Schwachsinn. Es ist, in der Vergangenheit gab es sehr schlimme, noch schlimmere Situationen. In der Vergangenheit hat man immer wieder die Demografiefrage aufgestellt. Es geht aber darum, wie wir prinzipiell mit einer Politik brechen können, die diese Städte derart schrumpfen lassen, die diese Städte derart der Privatisierung zum Opfer fallen lassen. Ich glaube, es wäre auch sehr wichtig, auch vom Podium zu hören, welche Möglichkeiten der Vernetzung auf der gesamten Bundesebene für die Initiativen gibt. Denn die Probleme, die hier in Leipzig sind, unterscheiden sich nicht zu sehr im Grunde genommen, wenn es um Gentrifizierung geht, wenn es um die Verdrängung geht. Im Übrigen, jemand hat gesagt, er verdrängt eventuell. Man sollte wirklich in der Tat darüber nachdenken, was es bedeutet, eine Stadtgesellschaft, eine gemischte Stadtgesellschaft aufbauen zu können. Und da ist es wichtig, dass die Stadtgesellschaft auch selber initiativ wird und nicht nur auf die Kommunalpolitik sich verlässt. Insofern glaube ich, wäre es wichtig, auch die gesamte Wirtschaftspolitik dieser Republik ins Auge zu fassen und die Fragen zu stellen, warum die Kommunalpolitik derart schwach geworden ist, wenn der Zusammenhang mit dem neoliberalen Umbau dieser Gesellschaft und auch der Militarisierung nicht hergestellt wird. So viel. Gut, wollen wir dann vielleicht so eine kleine abschließende Runde nochmal hier oben machen? Es gab Fragen, es gab Bemerkungen, Anmerkungen, was zu bedenken sei. Fängst du an, Daniel? Oder? Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil es so viel war, worauf ich eigentlich gerne noch eingehen wollte.
Also kurz, was mir so ein bisschen haften geblieben ist, ist auf jeden Fall die Frage, ob ich hier eine Entwicklung anhalten will. So ist das auf keinen Fall gemeint. Also es gibt prinzipiell ja immer diese, in der klassischen Gentrifizierungstheorie und sowas, immer diese Unterscheidung zwischen Pionierphase und dann Gentrifizierungsphase, was, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das Ding ist, was du da angesprochen hast. Es geht mir schon darum, rechtzeitig eine Entwicklung anzuhalten, die dann dazu führt, dass in großen Stadtvierteln irgendwie es nur noch oberhalb von einer gewissen Einkommensschwelle Bewohner gibt, was dann nebenher auch immer mit so einer gewissen Langweiligkeit des Viertels einhergeht. Aber das soll dann nicht meine Sorge sein. Ich finde, dass es schon wichtig ist, irgendwie Segregation auch aus verschiedenen Blickpunkten zu betrachten. Also wenn ich hier mittlerweile drei Viertel habe, in denen sich fast nur noch Besserverdienende aufhalten, heißt das auch, dass die im Rest der Stadt nicht mehr so präsent sind. Also ich kann nicht immer Segregation nur von unten betrachten, ohne das von oben entsprechend mit anzuschauen. Die hätte ich nicht 100% verstanden, wo es rausläuft, aber auf jeden Fall hat es mich daran erinnert, dass ich noch auch nicht so verstanden werden wollte, dass Neubau nach Salzburger Modell jetzt irgendwie die grobe Lösung für alles sein kann. Also Neubau ist immer das, was einer Stadtverwaltung als erstes einfällt, weil es das ist, was am einfachsten zu machen ist. Aber es bleibt immer oberhalb von einer gewissen Kostenschwelle und trägt immer das Risiko, dass man irgendwie einen Haufen Fördergelder raushaut, um nachher nicht viel zu erreichen. Also wesentlich wirksamer wären, weil auch die Frage nach Mitteln kam, wirklich sowas wie Erhaltungssatzung mit einem effektiv angedrohten Vorkaufsrecht. Und richtig effektiv wäre eine Möglichkeit, wo wir wieder bei der Bundespolitik und der Vernetzung wären, nach realen Mietobergrenzen. Wofür man den Staat leider braucht, führt nicht so richtig den Weg dran vorbei. Ich habe auch nichts dagegen, jetzt im großen Maß anarcho-syndikalistische Stiftungsgelder einzusammeln und die halbe Stadt aufzukaufen, mache ich auch gern mit. ich fürchte, wenn ich jetzt gucke, mit welchem Mittel ich am effektivsten das Ziel erreiche, komme ich an dem Staat nicht vorbei. Was auch auf jeden Fall nicht heißen soll, als Staat eine effektive Wachstumsstrategie zu verfolgen. Wäre ich auch strikt dagegen. Also liebend gerne nehme ich die Telefonnummer und wenn hier der nächste komische Pressifuzzi anruft, der das Better Berlin sucht, dann kann wir einen Kahn-Deko-Hipster mit rein und machen da schön Kulisse bei euch und dann haben wir beide ein Problem weniger. Gerne, jederzeit. Was mir eigentlich das Anliegen ist wirklich das durchaus drüber rauszudenken, auch zu sehen, es gibt einen Hintergrund in überschüssigem Kapital, was Anlagemöglichkeiten sucht. Es gibt ein deutliches Problem in dem, wie Stadt und Gesetzeslage aufgestellt sind. Und so sehr ich dafür bin, als Stadtviertel gut vernetzt im Stadtviertel zu agieren und glaube, dass das notwendig ist, um lokal effektiv was zu erreichen, glaube ich auch, dass man es auch im größeren Rahmen sehen muss. Und da auch der Wunsch nach Vernetzung auf Bundesebene kam, ist jetzt ein bisschen speziellere Geschichte, aber wir haben am 20. April haben wir hier den Attac-Ratschlag in der Stadt zu Gast,
wo wir auf jeden Fall an dem Samstagvormittag auch nochmal einen Workshop mit zumindest den Aktiven aus dem Kontext da machen möchten, wo auch alle herzlich eingeladen sind. Was jetzt noch ein Stück weit fehlt, ist die Erweiterung des Ganzen in Richtung Nachhaltigkeit, Postwachstum und so weiter, die ich schon als wichtig sehe und wo ich auch die Beteiligung als wichtig sehe, aber wo mir aktuell nicht das tolle Patentrezept zu einfällt, außer dass man eine Bürgerbeteiligung echter und realer machen muss, als das auch in den aktuellen Prozessen in Leipzig der Fall ist. Also da habe ich immer noch eher so das Gefühl, das Papier ist schon fertig bis auf 3 Absätze und die schreiben wir dann hinterher noch ein. So viel von mir. Danke, Daniel. Ja, mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin auf der einen Seite sehr froh über die vielen Themen, die jetzt hier angesprochen wurden. Ich glaube, die sind alle wichtig und richtig und hätten nochmal einen ganz eigenen Abend verdient, um darüber zu sprechen. Also Nachhaltigkeit und Wachstum ist so eine Fragestellung, mit der ich mich auch sehr viel befasse, vor dem Hintergrund der Leerstandsthematik. Ich würde es mal jetzt so ganz verkürzt sagen, meine Meinung ist, Nachhaltigkeit und Wachstum schließt sich weitgehend sowieso aus. Zu der Perspektive möchte ich auch noch mal dazu sagen, ich arbeite zum Beispiel in Bremen als Stadtplaner, einer Stadt, die durchaus auch massiv von Schrumpfungsprozessen betroffen ist. Bremerhaven hat ähnliche Schrumpfungsausmaße wie auf Frankfurt-Oder zu verzeichnen gehabt. Das nur vorweggestellt und ich würde mich freuen, wenn wir auch im Anschluss vielleicht noch das ein oder andere Gespräch dafür führen können, weil es ist wirklich sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Jetzt möchte ich aber doch nochmal die Chance nutzen, um ein bisschen konkret auf die Fragen einzugehen, die gestellt wurden. Instrumentalisierung zum Beispiel habe ich mir hier ganz groß aufgeschrieben. Ganz großes Thema ist natürlich stark diskutiert, nicht nur beim Gängeviertel, auch bei anderen Initiativen, die instrumentalisiert werden, die zum Teil auch versucht werden, zu Tode zu umarmen von Seiten der Politik. Was ich da jetzt vielleicht noch interessant finde, ist, man kann das auch ein bisschen umdrehen. Wir haben zum Beispiel im Gängeviertel so ein bisschen versucht, zurück zu instrumentalisieren, indem wir diese Standortpolitik, die ja Hamburg ganz massiv propagiert hat, so ein bisschen für unsere Zwecke zu nutzen, und zwar nämlich genau das gesagt haben. Ja, also wenn wir das jetzt nicht kriegen, dann gehen wir nämlich weg, unter anderem nach Leipzig. So, das hat durchaus dazu beigetragen, da auch diese Verlogenheit dieser Kreativpolitik irgendwie zu entlarven, die Hamburg ja geführt hat, von wegen, wir tun ganz viel und wir sind so eine kreative Stadt, aber eigentlich überhaupt nichts getan hat und wenn überhaupt Hochkultur gefördert hat und sogar da gekürzt hat. Also damit kann man auch arbeiten, das ist natürlich sehr ambivalent, was ich jetzt nicht vertiefen möchte, aber es ist vielleicht so ein Ansatzpunkt, wie man agieren kann, in welche Richtung man denken kann. Was mir noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist so ein bisschen gerade aufgeklungen, diese Kiez-Konflikt-Thematik. Also ich finde es ganz wichtig, dass sich diese Auseinandersetzung um Gentrification nicht sozusagen nach innen kehrt und nach innen entlädt. Also ich bin kein Freund von eingeworfenen Fensterscheiben zum Beispiel, von neuen Läden, die aufmachen oder dass man sich selbst kasteit, weil man ja selbst dann auch Aufwärter ist. In den meisten Fällen unterliegt man da ja denselben ökonomischen Prozessen, also dass man in Stadtteile zieht, wo man die Mieten sich halt eben leisten kann, dort natürlich für eine Aufwertung sorgt, aber dafür ja nicht selten auch selbst verdrängt wurde. Das kann man jetzt immer weiter aufdröseln. Ich finde auf jeden Fall, das bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen genau die Mechanismen benennen, die dazu führen, dass überhaupt Menschen verdrängt werden. Dazu auch noch eine Anmerkung. Also ich kann immer nur staunen, und viel mehr kann ich da nicht zu beisteuern, dass ich komme seit ungefähr 10 Jahren latent immer mal wieder nach Leipzig und ich kann mich selten mehrere Stunden in dieser Stadt aufhalten, ohne dass ich tief in der Gentrifizierungsdebatte drinstecke und Diskussionen darüber führe. Also ich glaube, das Thema ist sehr virulent und ich glaube, Gentrifizierung findet viel mehr statt, als das eingestanden wird. Und dann dann kriege ich öffentliche Veranstaltungen mit, wie auch diese hier, und dann kommt es mir immer so vor, als wird die Thematik etwas kleingeredet. Das ist auf jeden Fall so, dass das bestimmt in anderen Städten massiver der Fall ist, aber das ist kein Grund, das hier vom Tisch zu wischen und nicht genau hinzugucken. Denn ich glaube, und deswegen finde ich das auch gut, dass ihr genau jetzt anfangt, das zu thematisieren und da
da am Ball seid. Ich glaube, das sind Prozesse, die, die überall herrschen. Die gibt es vielleicht sogar in Frankfurt oder nur sehr kleinmaßstäblich und nicht, wenn man die ganze Stadt anguckt. Städte in sich sind auch sehr disparat und haben sehr unterschiedliche Entwicklungen. Und die gilt es, glaube ich, ja, darauf hinzuweisen und anzugehen. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, dann höre ich auch auf. du hast vorhin gesagt, Initiativen kommen auch schnell an so eine Grenze. Da wollte ich jetzt auch noch mal was reingeben von wegen, was sind denn nun eigentlich die Erfolge? Wir wollen ja nicht nur Missstände anprangern. Also in Hamburg ist es uns immerhin durch die Gängeviertelbesetzung nicht nur gelungen, da ein Projekt zu realisieren, sondern auch das Höchstgebotsverfahren der Stadt Hamburg zu kippen. Zumindest hat sie sich öffentlich dazu bekannt, Liegenschaften nicht nur noch an den Meistbietenden zu verkaufen, sondern jetzt, wie es heißt, an den Bestbietenden, also dem mit dem besten Konzept. Da muss man natürlich auch genau hingucken, was das dann ist. Und am Dienstag soll eine Verschärfung des Hamburger Wohnraumschutzgesetzes beschlossen werden, was der Zweckentfremdung von Wohnraum entgegenwirken soll und auch Leerstand vermeiden soll. Da sind jetzt immerhin Strafen hochgesetzt oder sollen hochgesetzt werden auf bis zu 50.000 Euro bei Regelverstößen und andere Maßnahmen. Das ist schon mal, das sind schon mal Teilerfolge zumindest, meiner Meinung nach, wo man sehen kann, dass diese Initiativen durchaus wirken, auch nicht nur projektbezogen, sondern auch darüber hinaus. Und wir haben teilweise von der Stadt Hamburg zumindest zu hören bekommen, Mensch, ihr kennt unsere Gutachten, die wir in Auftrag geben, besser als wir selbst. Also insofern habe ich das Gefühl, dass da, wenn man sich da reinarbeitet, doch schon eine ganze Menge von diesen Wissenshierarchien auch abgebaut werden können oder aufgebrochen werden können. Was mir sehr wichtig ist, solche Initiativen und dieses Engagement, was es dort gibt und was ja von der Politik auch gerade hinsichtlich so, wir brauchen mehr zivile Beteiligung, auch immer wieder mehr eingefordert wird, auch tatsächlich zu unterstützen. Also da vielleicht auch Formen zu finden, wie da die Menschen auch ökonomisch auf ein sicheres Fundament gestellt werden. Allzu oft sind es ja gerade die prekären Menschen, die davon so sehr betroffen sind und anfangen, sich da einzuarbeiten aus einer Protesthaltung und wie kann man da auch einfach den Menschen helfen und sie verstehen halt eben als einen ganz wertvollen Teil der Stadtentwicklung und sie halt eben auch darin unterstützen, dass sie genau diese Arbeit leisten können, die sie nämlich leisten. Und das wäre für mich auch nochmal ein ganz klares Statement von Seiten der Politik. Wir wollen das, aber wir wollen dafür auch was geben und vielleicht kommen wir so gemeinsam auf eine neue Zusammenarbeit bei stadtentwicklungspolitischen Fragen. Ja. Vielen Dank, Michael. Also unsere Diskussion hat ja immer die Gefahr, ne, dass sie sich ganz weit aufblättert und dann wieder fokussiert. Man kommt bei solchen Diskussionen natürlich immer in diese sozusagen in dieses Wechselspiel, das ist nicht zu vermeiden. Und trotzdem ist es wichtig, ein paar Sachen festzuhalten. Ich habe vorhin eine Frage nicht beantwortet. Müssen jetzt irgendwo immer mehr Tausende auf die Straße gehen, damit es irgendwas nützt? Nee, kritische Masse ist was anderes. Kritische Masse ist, glaube ich, also auch zum Thema aktive Bürgergesellschaft ist ja nicht die Regel, wenn man sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Problem und mit den richtigen Botschaften unterwegs ist, dann kann auch eine ganz kleine Menge eine kritische Masse sein. Und diese Erfahrung haben wir an verschiedenen Orten schon gemacht. Und bürgerschaftliches Engagement oder die Legitimation von Initiativen kommt ja nicht daher, dass sie jetzt von Tausenden getragen ist, sondern dass sie sozusagen am Zeitgeist sozusagen den richtigen Punkt setzt. Und ich glaube auch, dass Gentrifizierungsdiskussionen übrigens kein Phänomen wachsender Städte allein sind, sondern das ist einfach, das ist eine Diskussion, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man über sozusagen normale kapitalistische Verwertungslogik in der Stadtentwicklung nachdenkt. Natürlich ist sozialräumliche Entmischung auch ein Phänomen kleinerer Orte. Ne, und da dem entgegenzuwirken und an welcher Stelle, welche Instrumente hat man überhaupt? Ne, und dann kommt wieder die Frage, warum sind die Kommunen so schwach? Ich würde ja sagen, es sind nur die Kommunen schwach, es ist ja nicht nur der lokale Staat, der hier tendenziell sozusagen geschwächt worden ist, und zwar vorsätzlich, sondern es ist ja sozusagen die staatliche Ebene, also die Gemeinwohlebene insgesamt, die zugunsten einer sozusagen eines Vorrangs für Wirtschafts- und Verwertungsinteressen geschwächt worden ist. Also diesen Prozess sozusagen umzukehren und sich klarzumachen, dass Gemeinwohl natürlich nicht nur etatistisch irgendwie gedacht werden kann, sondern natürlich partizipativ. Das sind alles Elemente dieser Diskussion. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir in solchen stadtpolitischen Diskussionen eben nicht nur versuchen, uns zu erklären, was ist Gentrifizierung, gibt es das hier oder wie sieht es dort aus, sondern es gibt sozusagen Logiken einer verwertungsorientierten Politik,
die für die Menschen, von denen wir meinen, deren Interessen zu vertreten, von Nachteil sind. Das ist einfach so. Ne? Und wenn vorhin ist die Frage gestellt worden, machen wir eigene oder gibt es eigene Analysen und Konzepte, auf der dann solche so stadtpolitischen Initiativen entstehen, da würde ich anknüpfen an das, was Michael aus Hamburg gesagt hat. Die Stadt weiß ganz viel. Und auch die Administration stellt unglaublich viel Wissen zur Verfügung, mit dem sie aber selber ja nichts anfängt oder sogar das Falsche anfängt. Also aus diesem Fundus zu schöpfen, ist schon mal sozusagen ein erster Punkt. Und da ist, glaube ich, auch die Transparenz insgesamt inzwischen größer geworden. Und zweiter Punkt ist natürlich reale Prozesse mit einer symbolischen Wirkung. Also ich sage jetzt mal ein trauriges Beispiel. Vor 2 Tagen hat es in Berlin eine Zwangsräumung gegeben. Und heute ist die Person, die zwangsgeräumt worden ist, gestorben. Das sind natürlich sozusagen Schlüsselerlebnisse, wo man also sagt, dann bekommt dieses Thema Zwangsräumung eine ganz andere Dimension. Um das jetzt wieder ein bisschen zurückzuholen, andere symbolische Ereignisse, Eastside Gallery, haben sicherlich alle verfolgt. Ne, hat sich ja jetzt nicht wirklich eine Socke für interessiert. Früher, wenn da sozusagen Durchbrüche passiert sind, um sozusagen Anleger herzustellen. Aber in der Kombination der allgemeinen Mietentwicklung und der Entstehung eines Luxuswohntums ist das eine ganz andere Diskussion plötzlich in dieser Stadt. Ne? Und deshalb glaube ich, dass sozusagen auf verschiedenen Ebenen sozusagen diese Auslöser und Ansatzpunkte für stadtpolitische Initiativen, die dann natürlich, und das wäre jetzt mein allerletzter Satz, weil ich ja hier für eine Fraktion sitze, es ist, glaube ich, auch sinnvoll, immer mitzudenken, wie in unseren repräsentativen Demokratien Entscheidungsprozesse ablaufen. Sich also auch im positiven Sinne lobbyistisch auf den Weg zu machen in Richtung der Entscheider. Das wird einem sozusagen an vielen Stellen auch nichts anderes übrig bleiben. Und auch da an der Stelle, finde ich, sind Leute wie Cotti und Co. sozusagen in einer Weise professionell, dass es mir Respekt abnötigt. Ich glaube, dass in diesen ganzen Initiativen immer was aufscheint von einem neuen oder Vorstellung von einem guten Leben. Und ich würde aber auch noch mal zu bedenken geben, dass in diesen städtischen Initiativen oder sozialen Bewegungen, dass auch die durch diese neoliberale Phase gegangen sind. Ich habe hier das große Bedürfnis gehört nach positiven Visionen. Und ich glaube, dass wir die schon brauchen. Und ich glaube auch, dass wir über reine Mietproteste Ideen entwickeln müssen, die darüber hinausgehen. Ich würde aber auch wieder als Wissenschaftlerin ein Stück weit davor warnen, also von diesen städtischen Initiativen, die Konzepte zu erwarten, die wir haben gesehen, es ist schon oft schwer, eine gesamtstädtische Perspektive, das war der Vorwurf für Leipzig zu entwickeln. Der Vorwurf in Berlin ist auch, dass wir uns als Linke immer nur auf die innerstädtischen, die Westberliner Linke, auf die innerstädtischen Gebiete fokussieren, keine Ahnung haben, was in Marzahn passiert und nur ja, irgendwelche Zerrbilder an die Wand werfen, dass da jetzt alle hin verdrängt werden. Und es gab natürlich auch den Wunsch, über das Städtische, das Kommunale hinaus zu diskutieren. Ich bin allerdings eine Freundin schon auch der Fokussierung. Das haben wir auch im Vorfeld nochmal, als wir uns besprochen haben, gesagt, was macht eigentlich Erfolge auch von Bündnissen aus. Und ich glaube, dass es in der Geschichte von so Bündniserfahrung, also dass es in Erfahrung, dass sie auch zeigen, dass es nicht planbar ist, an welchem Konflikt solche, ja, da eine Initialzündung ausgeht und eine Mobilisierung stattfindet. Und ich rede natürlich über Städte, wo Menschen sind, die sich mobilisieren lassen. Die ganze Frage der schrumpfenden Städte, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, ich glaube, die sind noch mehr geschrumpft von 350.000 auf 200. Ich weiß, welche Probleme sich da irgendwie auftun. Ja? Die sind nicht vergleichbar und die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Ich dachte, dass es heute darum geht, dass es so eine allgemeine Angst vor Mietsteigerung gibt, dass das in Leipzig sozusagen droht. So habe ich ein Stück weit auch die Veranstaltung verstanden. Und daraufhin war mein Einwand, dass die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass es zentral ist, dass es Strukturen gibt in dieser Situation, wenn der Druck auf die Stadtteile wächst. Und der wächst ja nicht auf die Stadt sofort insgesamt gleichermaßen. Ne? Also du hast es gesagt, wir haben irgendwie immer auch diese Zirkel oder diese verschiedenen Dynamiken. Es ist ja auch nicht eine lineare Entwicklung. Das war mein Einwand. Es war kein Plädoyer dafür, auf der Stadtteilebene zu bleiben. Ich denke, die Perspektiven darüber hinaus müssen natürlich, die Verbindungen müssen diskutiert werden. Ja, vielen Dank. Vor allem erstmal den Referentinnen, Daniel Nützborn, Michael Ziel,
Katrin Lomscher und Britta Grell. Dann ganz vielen Dank auch den Kooperationspartnerinnen für diese Veranstaltung, also LS Sachsen, Linksnet und Kommunalpolitisches Forum. Und nicht zuletzt vielen Dank an die Galerie Kuh.